treffen alle ein. Ich darf euch ganz herzlich begrüßen in diesem Workshop. Mein Name ist Hajo Popp. Ich habe mehrere Berufe und Berufungen. Der eine ist, tagsüber bin ich im Verteidigungsministerium an der Seite des dortigen CIOs und in diesem Job natürlich besonders bemüht um digitale Souveränität der deutschen Streitkräfte, wie sich jeder sofort überlegen kann, ist das dort ein zentraler Punkt. Und abends nach Feierabend versuche ich auch noch als Bürger dieses Landes die digitale Souveränität voranzutreiben, die uns, wie wir hier in dieser Runde als Vertraute mit der Materie sicherlich alle wissen, massiv verloren gegangen ist. Und so kam die Idee auf, als aus der Sicht der IT-Verantwortlichen nochmal zu schauen, was würde es denn brauchen, um Open-Source-Software professionell einzusetzen in einer Produktartigkeit, sage ich mal. Ja. Uridee des Workshops. Und wir sind sehr froh, dass wir eine ganze Reihe sehr schwankt das Mikro hier oder hochkarätiger Redner hier dazu gewinnen konnten. Thema schon. Und da freue ich mich sehr drauf. Ich jetzt, weil wir nachher dazu kommen und in aller Ruhe auch darüber sprechen können, gehe ich jetzt die Rednerliste nicht durch. Ich werde gleich auch einen kleinen Impulsvortrag halten, sozusagen aus der Sicht des Anforderungsstellers. Mit mir hier vorne ist Christian Wilke, auch aus der Arbeitsgruppe. Ja, Christian, willst du kurz auch sagen, wer du bist und mit welcher Mission du da bist? Den Namen hast du jetzt schon gesagt. Ich bin neben Kollege von Hajo auch IT-Nerd und bin schon lange sehr interessiert an Professionalisierung von Open-Source-Software. Da haben wir einiges vorbereitet. Ich hätte ein paar organisatorische Hinweise. Ich beabsichtige zum Beispiel, wesentliche Erkenntnisse aufzuschreiben, im Nachgang zu verteilen. Also wir wollen so ein Shortpaper veröffentlichen. Ich werde auch gleich eine InteressentInnenliste rumgeben. Also wer da gerne beteiligt werden will, zumindest das Ergebnis haben will oder auch in Kontakt bleiben will, den würde ich bitten, sich da einzutragen. Wer da keine Lust hat, drauf nicht. Und ansonsten sind wir noch am gesamten GI-Festival anwesend, auch an den Abendveranstaltungen. Und wir würden sehr gerne ins Gespräch kommen. Es soll also keine Frontalbeschallung sein. Wir haben ein Interesse, in den Austausch zu kommen. Ich werde nebenbei auch den Chat mitverfolgen. Also wer da eine Frage stellen will, für die online sind, immer sehr gern. Und für alle, die anwesend sind, kriegen wir das, glaube ich, auch noch hin. So viel erstmal dazu. Genau, also ich lade alle ein, hier nach vorne zu kommen. Ja. Bleibt nicht auf Distanz, sondern steigt mit ein. Und Hauptziel wirklich unseres Workshops hier ist, mit der Community in Kontakt zu kommen, in den Austausch zu kommen. Und die Community der Leute, die Open Source Software tatsächlich ins Tagesgeschäft der Anwender, also auch wirklich hochkarätiger und professioneller Anwender zu bringen, die das voranbringen wollen. Und das ist eigentlich die Hauptmission. Das heißt, ich bitte auch wirklich um Dazwischengehen hier in den Vorträgen und wirklich anzufangen zu diskutieren. Das wär mir sehr wichtig, wichtiger als dass jetzt Zeitpläne eingehalten werden oder dass jetzt hier alles straight nach Fahrplan geht. Ist auch ein bisschen ungewöhnlich, dass jetzt ich als sozusagen Sitzungsleiter hier einfach nach vorne gehe und einen Impulsvortrag halte, aber ich habe nun mal auch die Leidenschaft und auch den Leidensdruck in Vertretung diverser IT-Verantwortlicher.
die ich entweder mal in der Rolle innehatte, also wo ich mal die Rolle innehatte, oder die ich heute beraten soll, in dem, nämlich was sie tun sollen, in welche Richtung sollen sie denn laufen, so dass der IT-Betrieb weiterläuft, professionell läuft, sicher läuft und trotzdem souverän. So, und das ist das Spannungsfeld, in dem wir versuchen, uns zu bewegen. Da würde ich gleich mal einsteigen in die Präsentation, wenn sie denn sichtbar ist. Kommen die hier vorne auch? Ja, wunderbar. Also ich habe gesagt, Sicht des IT-Verantwortlichen in Unternehmen oder Verwaltung. Ja, beides gleichermaßen. Ihr seht hier ein Logo. Das Logo ist vom Voice Bundesverband der IT-Anwender, werden vielleicht einige von euch noch nie gehört haben. IT-Anwender ist auch ein bisschen irreführend. Es sind die CIOs, es sind die IT-Verantwortlichen in den Unternehmen, die letztlich die Verantwortung dafür tragen, dass der IT-Betrieb läuft. Es sind ja nicht die Anbieter der Software, ja? Es sind nicht die Hersteller, sondern es sind die Leute, die diese die IT-Verantwortung tragen. Und die haben einen eigenen Bundesverband. Der ist noch nicht so groß und noch nicht so bekannt, aber ist natürlich im Kontext Souveränität ein besonders wichtiger Verband, wenn man jetzt mal ihn gegenüberstellt dem Bitkom. Ja, wo wir ganz klar sagen, der Bitkom vertritt die Herstellerseite. Ja. Tagsüber, habe ich ja gesagt, bin ich an der Seite des CIOs der Bundeswehr. Die BW Consulting ist die Inhouse-Consulting-Gesellschaft der Bundeswehr, ist also eine eigene Tochter. Die macht volles Programm in der Beratung, also das heißt das volle Spektrum und natürlich auch IT-Beratung und das Themenfeld IT, wie das bei uns heißt. Das ist meine Verantwortung und der Christian Wilke ist einer der Projektleiter aus diesem Programm. Aber wir sind eine hundertprozentige Tochter des BMVG bzw. des Bundes, ungefähr 200 Mitarbeiter und haben etwa 30 Millionen jährliches Budget. Und es geht immer nur darum, wer kriegt uns. Also es ist nicht so, dass wir akquirieren und hoffen, dass man uns holt, sondern es geht immer darum, wer bekommt diese Beratung. Und die Abteilung ZIT, die die meisten von euch vielleicht schon mal gehört haben, also die IT-Abteilung der Bundeswehr, ist natürlich ein Hauptnutznießer, ist das größte Account. Und das ist wiederum eine gute Nachricht, ja, weil natürlich damit der Stellenwert gesetzt ist. Ansonsten machen wir aber das volle Programm. Hier ist nochmal so ein ganz bisschen aufgelistet, wo wir drin sind, Landes- und Bündnisverteidigung seit 2014 ein ständiges Thema, jetzt aus aktuellem Anlass nochmal natürlich viel mehr verstanden worden, Digitalisierung, dann die ganzen Recruiting-Probleme und so weiter sind in verschiedensten Projekten bei uns abgebildet. Soweit erstmal der Kontext, aus dem wir kommen, also mehrere Standbeine und mehrere professionelle Hintergründe. Aber ein Mindset und das ist das, was wir hier versuchen voranzubringen. Denn, und da ist jetzt mal eine politische Aussage von mir, die GI ist der geborene Meinungsführer in der IT eigentlich und die Meinungen und die Lehrmeinungen bzw. die Marketingaussagen, die heute auf dem Markt unterwegs sind, stimmen in keiner Weise mehr mit der Wahrheit, der Informatik-Wahrheit überein. Und das übereinzubringen, finde ich, ist ein sehr gutes Ziel. Und das kann die GI machen. Nochmal ganz kurz zum Voice-Verband. Voice, wie ich schon sagte, Interessenvertretung der CIOs. Am Anfang war es eine Wissensplattform nach dem Motto, es ist so schwierig, also helfen wir uns gegenseitig. Inzwischen ist aber so, dass das Umfeld, nämlich die dominanten
Oligopole so stark geworden sind, dass es auch darum geht, wie können wir den Markt verändern. Und das ist das, was Voice in Zukunft verstärkt tun wird. Wenn jemand in dem Umfeld arbeitet und diese politischen Sachen aufgreifen möchte, bitte bei mir melden. Ja, Login or Logout. Ich meine, das ist einer der genialsten Titel, die eine GI-Tagung jemals hatte, ist meine feste Überzeugung. Und das hat uns natürlich sofort angezogen. Man hätte auch drüber schreiben können, friss oder stirb. Das ist ein bisschen drastischer formuliert. Aber die übergeordnete Frage ist natürlich, wie kommen wir aus der Oligopolschleife raus? Dabei meine persönliche Grundhaltung. Viele reden über Fairness, über Moral, über Ethik und so weiter. Klar kann man sich da so in Ecken stellen, kann sagen, ja, das finden wir böse und so weiter. Aber es ist nicht meine Haltung. Es ist entscheidend, was ist volkswirtschaftlich sinnvoll. Open Source Software als Ansatz hat einen volkswirtschaftlichen Nutzenaspekt, der ist riesig groß. Und erst im zweiten Schritt entsteht daraus Wohlstand und die Möglichkeit, diplomatische Unabhängigkeit sich zu erhalten, die wir heute haben, ja, und damit unsere europäischen Werte aufrechtzuerhalten. So rum kann man es sehen, da muss man sich auch nicht in eine moralische Ecke begeben, wo man dann sagt, das ist aber gemein, was die machen, die sind böse, die sind fies und so weiter. Ich finde, die volkswirtschaftlichen Aspekte sind eigentlich wichtiger. Ja, und dementsprechend würde ich ganz locker sagen, ganz nüchtern auch sagen, wenn wir die Wirkmechanismen verstehen, ja, und dann auf Open-Source-Projekte anwenden, dann können wir auch ganz nüchtern damit umgehen und dann können wir es auch professionell angehen. Im öffentlichen Bereich ist Open Source eigentlich ein sehr lohnender Ansatz, weil wir eigentlich in der Lage wären, wenn wir es denn tun, unsere Ressourcen viel stärker zu bündeln, als das vielleicht ein konkurrierender Industriebereich machen kann, wo Firmen gegeneinander antreten. Wir können und wir dürfen zusammenarbeiten. Denn, und das ist vielfach vergessen worden, ein Entwickler, der ordentlich arbeitet, kann mindestens 10 Admins und manchmal 1000 Usern das Leben erleichtern und damit einen volkswirtschaftlichen Nutzen erzielen. Das ist das, was in den Köpfen bisher zu wenig drin ist. Soweit meine moralischen Aussagen hier zu dem Thema. Wieso springt das jetzt zurück? So, jetzt kommt das Nächste. Also, ich habe gesagt, nüchtern analysieren und ich bin Regelungstechniker. Also ist so ein Wirkdiagramm eigentlich für mich immer eine schöne Sache. Vor allen Dingen, wenn es um rückgekoppelte Systeme geht, vielleicht sogar um mitgekoppelte Systeme. Also Systeme, die in einer Spirale laufen, die immer schlechter oder immer besser werden. Wenn wir sagen, wie sieht denn so ein System aus? Wir haben vielleicht eine Startfinanzierung, einen Anfang von einem System hier auf der linken Seite. Ja, ich glaube, da kann man gar nichts sehen. Da wird entwickelt, hoffentlich mit einer guten Qualität. Daraus entsteht ein Reifegrad, eine gewisse Attraktivität einer Software und eine gewisse Betriebsfähigkeit. Und jetzt bringe ich so eine Software in die Nutzung. Das passiert manchmal von allein, weil irgendwas sexy ist, weil Leute das einsetzen. Aber im industriellen Umfeld passiert es fast immer durch Governance. Also das heißt, es gibt da einen, der sagt, ab morgen nehmt ihr das. Und erst durch die Nutzung kann überhaupt eine Software in irgendeiner Form zur Reife gelangen.
Das heißt, es ist nicht möglich, im Labor durch Anstrengung einen Reifegrad zu erzielen, der hinterher eine stabile Nutzung erlaubt. Das ist erstmal so, ich würde sagen, die Kernthese dessen, was ich hier behaupten möchte. Aus der Nutzung entstehen natürlich durch Verkauf, durch Lizenzen und so weiter finanzielle Ressourcen im kommerziellen Umfeld, die dann auch wieder Entwicklung ermöglichen und wieder eine Erhöhung des Reifegrades ermöglichen. Es entsteht aber auch aus der Nutzung, und das ist eigentlich noch viel wichtiger, durch Erfassung des Nutzerverhaltens, durch Beobachten des Systems, durch Mitschneiden, was passiert da, entstehen Erkenntnisse für die Optimierung. Wenn man die nicht hat, kann man auch mit den besten Entwicklern der Welt keinen Reifegrad erzeugen, der hinterher attraktives Produkt macht. Das ist ziemlich zentral hier. Für mich ist das ein zentrales Diagramm, denn es führt immer dazu, dass ein Code, eine Applikation entweder durch die Decke geht, the winner takes it all Prinzip, sagt man da häufig dazu, oder es geht eben bergab, wenn das Ganze eben nicht funktioniert. Der CIO im Unternehmen, der macht Governance, das heißt, er zwingt die Leute erstmal Dinge zu benutzen. Dafür wird er ordentlich geprügelt, und wenn hinten raus der Code nicht gut genug wird, dann kann es schlecht für ihn ausgehen. Aber ohne die Governance kriegt er das Ding nicht ans Laufen. Soweit die Rolle des CIOs. Aber dann gibt es natürlich die anderen Rollen, nämlich die Code-Qualität hochzutreiben, damit eben aus einer begrenzten Ressource ein Reifegrad entsteht. Und das ist das, worüber wir heute hier reden. Und das Zweite, worüber wir heute reden, ist, wenn ich mir jetzt anschaue, wie kriege ich möglichst viel aus dem System raus an Nutzerverhalten, Erfassung von Systemverhalten, um das zu optimieren, also dieser Kreis hier, dann muss ich den eben auch besonders betonen bei der Produktentwicklung, damit ich diese Aufhänger habe, wo ich diese Informationen bekommen kann. Kriege ich die nicht, kann ich meinem Reifegrad nicht auf das erforderliche Niveau kommen. Die meisten und auch viele Open-Source-Projekte, die ich aus der Vergangenheit kenne, haben dies so nicht vor Augen. Also sind froh, wenn das läuft, froh, wenn das stabil ist, aber nicht unbedingt kontinuierliche Beobachtung dessen, was da passiert. Also nochmal dieser Zyklus in der Softwareproduktentwicklung, den müssen wir beachten. Der Betreiber, die Entwickler, alle haben einen psychologischen Ansatz, psychologische Wirkung. Und da spielt natürlich das Wissen, das Können der Entwickler eine Rolle. Und ich will das hier auch heute hier, das wäre mir ein Anliegen, dass wir das diskutieren, wie wir die Qualität auch der Entwickler, das Können der Entwickler im Open Source Umfeld kultivieren, verbessern und voranbringen. Denn Qualität führt zu Akzeptanz, führt zur Verbreitung. Was verbreitet ist, damit ist man vertraut, das nimmt man, und ein Produkt, was viel eingesetzt wird, ist auch attraktiv für andere Coworker, für Maintainer, die dann wieder das Ganze erhöhen. Also ein Zirkulus Virtuosus, so wünsche ich mir es, ja, man kennt es sonst nur unter dem Negativen. Das ist das, was wir beachten müssen. Wir werden immer entweder nach oben oder nach unten abdriften. Und manchmal hat man das Gefühl, leider im Moment driften wir ein bisschen nach unten ab. Denn mit steigenden Sicherheitsanforderungen sind halt viele auch im Open-Source-Bereich in Schwierigkeiten geraten. Und die Nerven liegen blank. Wenn ich jetzt sage, lass uns Open Source zu echten Produkten machen, und ich nehme mal die Haltung des CIOs ein, dann wäre das Erste, was ich haben muss, heute Morgen haben wir das auch schon diskutiert, Kontinuität und Langzeitstabilität für ein solches Projekt. Also die bange Frage, kriege ich nächstes Jahr, übernächstes Jahr noch ein
neues Release, eine nutzbare neue Version davon. Und zwar, wenn es geht, hochkompatibel zu den Vorversionen und mit ständigen Optimierungen, ständigen Verbesserungen und neuen Features. Das würde ich mir wünschen. Sonst darf ich das nicht kaufen. Wenn wir über Sicherheit reden, werden wir heute noch im Detail drüber reden, dann ist klar, dass in der Supply Chain, in der Entwicklung ganz klar sein muss, wer hat das verantwortet, wer hat das geschrieben. Und die aktuellen Ereignisse, ich brauche da nicht ins Detail gehen, die zeigen, wie das ins Auge gehen kann, wenn diese Entwickler-Community, die Maintainer-Community nicht unter Kontrolle ist, nicht bekannt ist. Ja? Ich brauche also ganz klar organisierte Optimierungszyklen, Code-Reviews in organisierter Form, also nicht so nach dem Motto, ich hatte keine Zeit, sondern ich muss in der Lage sein, irgendwann auch zu sagen, es hat einen entsprechenden Qualitätszyklus durchlaufen, das Produkt. Betriebsfähigkeit, was verstehe ich darunter? Ich brauche natürlich eine Anwendung, die nicht abstürzt, klar. Aber ich muss auch in der Lage sein, ein Patch-Management zu machen, was eben meine Nutzung so wenig wie möglich negativ beeinflusst. Das ist schnell gesagt, aber professionell wird es dann, wenn ich die Dinge einspielen kann in kurzer Zeit, mit wenig Unterbrechung, möglichst gar keine, wenn wir da hinkommen. Das müssen wir fordern. Ich sage nicht, dass das bei kommerziellen Tools irgendwie heute erfüllt ist. Ne? Da gibt es also eine Firma, die ich jetzt hier nicht nennen will, die fängt mit einem M an. Wenn man da jetzt also eine neue Version für einen Exchange-Server einspielen möchte, für eine On-Premise-Installation, dann kann das schon mal die ganze Nacht dauern und man ist schweißgebadet. Ich bin selbst in der Lage gewesen. Ich muss in der Betriebsfähigkeit verlangen können, was ich eben gesagt habe, kontinuierliche Diagnose, wie geht es meinem System und was machen meine Nutzer, was erleben die wirklich? Nicht nur, was sie sagen, nicht nur, was sie am Telefon sagen, sondern ich muss es aus dem System rausziehen können. Und ja, als Anwenderorganisation würde ich natürlich sagen, am besten, das läuft von alleine. So wie meine App auf dem Handy soll alleine laufen. Warum sollte ich da was wissen müssen, um das zu betreiben? Beweise, dass es ohne geht, haben wir haufenweise, nämlich immer dann, wenn der Betreiber gar nichts tun kann, weil er nichts weiß. Merkwürdigerweise klappt das. Ich weiß nicht, wer schon mal hier in der Runde beim Update von WhatsApp oder irgendeinem Messenger-Dienst seine Daten verloren hat. Ich glaube, das ist ein ganz seltener Fall. Liegt ganz einfach daran, dass man als Anwender überhaupt nichts tun kann. Ja, der Exchange-Administrator, der muss dann aber was tun. Nutzerzentrierung haben wir heute Morgen auch schon diskutiert. Haben wir in der Open-Source-Community manchmal noch nicht in ausreichender Menge. Zum Beispiel versucht man ab und zu Systeme besser zu machen als andere Produkte. Spielt aber für den Anwender gar keine Rolle. Er muss vor allen Dingen das kriegen, was er kennt. Diesen Spagat, den muss man irgendwie hinkriegen. Und natürlich haben wir auch haufenweise Projekte, die überladen sind mit Funktionen, die Dinge enthalten, die vor allen Dingen zu Missverständnissen beitragen. Und diese Nutzersicht einzunehmen, ist eine wichtige Aufgabe und muss in der Open Source Community meiner Ansicht nach etabliert werden. Ja, und dann dieses Thema Standards, das haben wir auch schon an vielen anderen Stellen diskutiert. Wir müssen sehen, dass wir Standards verwenden und diese Standards auch selbst gestalten und nicht aus irgendeinem kommerziellen Bereich kontrollieren lassen. Das ist ein wichtiger Bestandteil. Die Open Source Community muss da in die Führung gehen, meiner Ansicht nach. Wenn ich mal ein bisschen träume, wenn wir die Entwickler aus verschiedenen Bereichen zusammenbringen, die in Code investieren, der in Breite genutzt werden kann, dann kann man natürlich auch in Softwarequalität investieren.
wenn jede Zeile Code eben dann wirklich für eine große Gruppe von Nutzern zur Verfügung gestellt wird. Dazu müssten die Betreiber mindestens Stakeholder eines solchen Projektes sein. Also nicht nach dem Motto, ich habe da was gekauft, da steht ein Vertrag und ja, und da steht drin, was es darf, was es kann. Damit bin ich zufrieden, sondern ich gestalte mit. Ne? Am besten wirklich aus der Nutzer-Community Maintainer mit dabei haben. Und dann, aus meiner Sicht auch ein zentrales Element, ich brauche die Rolle eines Produktmanagers, der genau aus Anwendersicht priorisiert und der dann im entscheidenden Augenblick sagt, das machen wir jetzt zuerst, weil das nützt dem Anwender am meisten. Ja, ich bin der Meinung, dann kann man an kommerziellen Produkten leicht vorbeiziehen, die heute auf dem Markt sind. Kernthema aus meiner Sicht, Architekturkompetenz. Ich will mal ein paar Dinge auf den Prüfstand stellen. Wir haben ja heute in der Community, wenn wir in einem Open-Source-Projekt unterwegs sind, niemanden, der darüber entscheidet, wer hat hier eigentlich Talent. Ja. Architekturkompetenz hat meiner Ansicht nach den größten Hebel, was jetzt dieses Thema Weiterentwicklung, Langzeitstabilität, Anpassung an sich ändernde Randbedingungen hat. Es ist eigentlich die wichtigste Eigenschaft, die ich haben muss. Blöde, es ist ein ganz großer Anteil Begabung dabei. Also ich glaube, dass Architekturdenken eine Begabung ist. Es gibt leider nur eine begrenzte Anzahl von Menschen, die das können, und lernen kann man es auch, aber nicht so gut. Also am besten, man hat ein Talent dafür. Und dieses Talent korreliert nicht mit persönlichem Engagement und auch nicht mit persönlicher Durchsetzungskraft. Es ist also noch lange nicht so, dass jemand, der als Maintainer sagt, da geht's lang, dass der dann auch das Talent hat. Und ich würde viel darum geben, hier in der Runde eine Lösung dafür zu finden, wie man in irgendeiner Form institutionalisiert so eine Architektenrolle etablieren kann. Heute ist sie so nicht da, meiner Ansicht nach. Wenn wir über Sicherheit reden, da müssen wir zugeben, Open Source Code ist nicht transparent, nur weil sie für alle lesbar ist. Ist der Code groß genug, gibt es nur noch wenige Leute, die ihn verstehen in Tiefe. Natürlich können mehr Leute drüber lesen, aber es ist eine Illusion zu denken, man hat ihn unter Kontrolle. Deswegen, Identität von Leuten, die an dem Code arbeiten, muss unter Sicherheitsaspekten fortlaufend vorhanden, bekannt sein. Ja? Ist jetzt eine Aufgabe für uns. Wie machen wir das? Qualitätssicherung muss meiner Ansicht nach auch im Open-Source-Bereich heißen, vereinfachen, immer wieder reviewen, immer wieder sagen, was kann da raus, was können wir wegtun? Findet im Moment noch nicht institutionalisiert statt. Sowas wie Extreme Programming in verschiedenen Konstellationen muss meiner Ansicht nach wirklich ein fester Bestandteil der Qualitätssicherungsoffensiven sein, in großen, in verbreiteten Projekten. Und haben wir ja auch viel Prüfer aus regulären, bezahlten Arbeitsverhältnissen und nicht aus Freizeit, nachts, aus Verhältnissen, wo man mit Enthusiasmus, nur mit Enthusiasmus arbeitet. Nochmal zur Betreibbarkeit. Funktionierende CI/CD-Prozesse sind sehr machbar, aus meiner Sicht aber bisher
nicht ausreichend priorisiert. Sowas wie eine sprechende Fehlermeldung, anders als da ist etwas schiefgegangen, ne? So wie wir das heute noch immer haben. Also Verbindung geht verloren im Videokommunikationssystem, da steht da, es ist etwas schiefgegangen. Ja? So eine Fehlermeldung ist nicht tolerierbar in einem betriebsfähigen Software-System. Und es lässt sich eine Fehlermeldung auswerfen, die Sinn macht. Das ist eine Frage des Fleißes und der Konsequenz. Ich habe vorhin schon gesagt, wissen, was das System macht, ohne den User zu fragen, braucht ein komfortables End-to-End-Monitoring-System. Es muss Standard werden in jedem Open-Source-basierten System, dass diese Daten erhoben werden, damit genau dieser Reifegrad entsteht. Und das geht in erster Linie aus der Anwendung heraus, nicht auf Betriebssystemebene. Heute beobachten wir das alles auf Betriebssystemebene oder werten irgendwelche Messages aus. Auf Anwendungsebene geht es am besten. Fehlt aber bisher in vielen, vielen Umgebungen. Ja, Kontinuität ganz kurz. Ich will nicht zu viel Zeit darauf verwenden, aber Aufwärts-Abwärtskompatibilität tut weh, ja, ist aber für den Anwender, ist nur dann gegeben, wenn der Anwender die Kontrolle darüber hat. Ob der Anspruch auf Aufwärts-Abwärtskompatibilität priorisiert wird, ja, nur wenn das einen hohen Stellenwert hat, dann haben wir auch den Nutzen für den Anwender. Bisher, nach meiner Meinung, aber da hoffe ich auf Diskussionen, wird viel zu viel stillschweigend akzeptiert. Nach dem Motto, ist die neue Version, passt nicht, muss was dran getan werden. Einen Tod musst du sterben, sagt man immer dazu. Ja, willst du vorankommen oder willst du Kompatibilität? Beides geht, das wissen wir. Man muss sich nur anstrengen. Kontinuität kostet Kraft. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Open Source Software, sind wir uns, glaube ich, hier im Raum einig, können uns helfen, aus der Oligopolfalle, wie ich sie hier mal genannt habe, uns zu befreien. Dazu müssen wir die Projektergebnisse mit Produkteigenschaften versehen. Und das geht in zwei Richtungen. Einmal die Methodik, wie ich es jetzt so ein bisschen angedeutet habe, aber auch die Organisation. Und da haben wir heute auch noch sehr gute Vorträge zu, glaube ich. Also ich bin da jedenfalls sehr, sehr froh drüber. Und wir haben einen Malus. Wir haben in der Wahrnehmung der Anwender, hat die Open-Source-Software heute einen Sicherheitsmalus. Also sie gilt erstmal als gefährlicher. Ja. Meiner Ansicht nach kann sie aber die Sicherheitsanforderungen übererfüllen eigentlich. Ja, und sie kann, und ich finde, sie muss, die funktionalen Grenzen, die wir heute bei kommerziellen Anbietern haben, in Zukunft überbieten und dann eben auch eine echte Alternative zu den bisherigen Systemen haben. Ja, jetzt bin ich ein bisschen lang gewesen, tut mir leid, aber der Enthusiasmus erfordert das, dass ich auch sozusagen ein bisschen versuche, den Anfang zu setzen. Soweit von mir. Wir können natürlich später noch Fragen aufnehmen, aber wir könnten natürlich auch, wenn jetzt hier an der Stelle eine passende Verständnisfrage ist, auch gerne schon mal eine entgegennehmen oder zwei. Entschuldigung, ich bin zu spät gekommen. Aber eine Sache, die mir ganz kurz aufschreibe, Sie sprachen Open Source im Gegensatz zu kommerziell. Aber das ist doch nicht der Gegensatz. Meinen Sie Public Domain im Gegensatz zu kommerziell? Also auch kommerzielle Software kann Open Source sein. Ja, gut, also
Natürlich, kommerzielles, also eine kommerzielle Software würde ich jetzt hier zunächst mal nicht als Open Source. Also Open Source ist für mich, es ist der Teil nur verkommerzialisiert, der über die Maintenance geht und der Code selber kann weiterverwendet werden. Das habe ich jetzt als Open Source gesehen. Ja. Ja, gut. Ich denke mal, wir haben. Ich meine, wir können auch erstmal weitergehen und können dann gleich nochmal genauer diskutieren. Ich freue mich, dass wir hier jetzt in der Riege der Vortragenden den Mirko Böhm hier haben von der Linux Foundation, der uns über die organisatorischen, also was ich vorhin genannt habe, die organisatorische Seite, wie kriegt man stabile Software-Entwicklungsprojekte im Open-Source-Bereich hin? Da hat er besonders viel Erfahrung und ich freue mich, dass wir ihn heute hierher holen konnten. Mikros sind hier. Ja, also einmal haben wir hier was und dann, ich glaube, die Dinger gehen auch hier, oder? Ich dachte, es geht mit dem Handmikro, aber so geht es natürlich noch besser, das ist klar. Gut, genug der Vorrede. Dann freue ich mich auf den Vortrag. Freue mich auch, danke sehr. Es ist mir ein ganz besonderes Vergnügen, heute hier vorzutragen, auch wenn es wirklich sich ungewöhnlich anfühlt, einen Vortrag auf Deutsch zu halten in unserem Umfeld. Ich musste meine Slides übersetzen, habe ich aber gern gemacht. Der Titel ist natürlich gewollt provokativ. Open Source Software Kollaboration wegweisend oder Refugium für Enthusiasten und Nerds. Das habe ich quasi kopiert aus den unseren Vorgesprächen. Und wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, werde ich hier versuchen, einen Gegenpunkt zu setzen zur relativ skeptischen Sichtweise der Bundeswehr-IT. Aber fangen wir mal an. Also zuallererst, für wen spreche ich? Ich spreche für die Linux Foundation Europe. Das ist der europäische Arm der Linux Foundation. Wir haben drei Aufgaben. Wir bringen europäische Open-Source-Entwickler, sowohl Individuen als auch Unternehmen, in unsere Projekte. Wir erweitern die Reichweite der Linux Foundation Open-Source-Projekte in Europa und wir repräsentieren die Linux Foundation und ihre Projekte zum Beispiel im Policy-Making-Umfeld, bei der Standardisierung und auch bei Funding-Programmen, sowas wie Horizon Europe. Es ist mir eine ganz besondere Freude, heute hier zu sprechen, direkt nach einem Vertreter der Bundeswehr-IT, weil ich bin tatsächlich Open-Source-Entwickler seit relativ langer Zeit, aber ich habe auch eine lange Zeit in der Bundeswehr gedient und ich war tatsächlich IT-Verantwortlicher, und zwar für Nordamerika. Heute habe ich einen Lehrauftrag an der TU Berlin zu Open-Source und geistigem Eigentum und mehr graue Haare als auf dem Bild. Ein paar mehr, ja. die Folie wechselt, kommt gleich direkt mein Kontrapunkt zum Vortrag von eben. Open Source ist absolut professionell. Das ist das Ergebnis des letzten Surveys, der Erfassung der Cloud Native Computing Foundation. Dort werden Projekte wie Kubernetes, etcd, Helm, Prometheus entwickelt. Und das ist die Verwendung dieser Projekte im produktiven Umfeld in kommerziellen und öffentlichen Anwendungen. Kubernetes in 89% aller Fälle 2023. Das heißt, die These, das ist alles nicht sicher oder nicht nachvollziehbar produktionsreif, lässt sich schwer halten. Wenn das die Entscheidungen sind, die Entscheider treffen zur Anwendung von Open-Source-Software im kommerziellen Umfeld. Und wenn man 89% Marktdurchdringung erreicht hat,
da bleibt da nur sehr wenig übrig an Bereichen, die möglicherweise nicht sicherheitskritisch sind. Also ich gehe mal davon aus, dass hier auch erfahrene Leute sich das anschauen und sagen, ist schon ganz gut. So, aber ich möchte ein bisschen ins Detail gehen dazu, wie Open Source Software eigentlich entwickelt und eingesetzt wird und was man von den Entwicklungsergebnissen erwarten kann und wo man skeptisch sein sollte oder zumindest genau die Dynamik verstehen muss, wie diese Software entwickelt wird. Zuallererst mal Refugium für Enthusiasten und Nerds. Das ist die Erhebung aus 2023 zur Struktur der Contributors und wann die ihre Arbeit leisten. Die allermeisten, die rote Kurve ist quasi die Stunden insgesamt und die einzelnen Balken sind, wie viel Zeit pro Woche verbringen die Entwickler an Open-Source-Projekten. Aber die interessante Sache hier ist, dass der blaue, der hellblaue und der grüne Balken alles Zeit während der Arbeitszeit ist. Und der graue Balken, und das sieht man bei denen, die mehr pro Woche verbringen, der wird dann mal kleiner, das sind die, die als Enthusiasten quasi außerhalb der Arbeitszeit an Open-Source-Projekten arbeiten. Wir gehen davon aus, dass heute weniger als 15% der Open-Source-Contributions von Hobbyisten und Nerds gemacht werden. Das ist natürlich nicht hundertprozentig messbar. Wir können es an den Repositories sehen, wer steht hinter dem Account. Es ist eine gewisse Trendschärfe, aber es gibt zum Beispiel auch eine Veröffentlichung von Dirk Riele aus Nürnberg, der auf 20% Volunteers, 80% kommerziellen Contributions kommt. Ist also jetzt nicht komplett aus der Welt. Das heißt, aus meiner Sicht ist hier relativ klar, dass die großen Open-Source-Projekte getrieben werden durch Unternehmen. Und Unternehmen engagieren sich in solchen Projekten auch nur dann, wenn sie da eine gewisse strukturierte Governance vorfinden. Vielleicht ein Caveat, wie man so schön sagt. Ich spreche nur für die Projekte, die Linux Foundation hostet. Open Source ist ein sehr weites Feld. Wir haben eine ganz diverse Struktur. Projekte sind unterschiedlich aufgestellt. Selbst unterschiedliche Open Source Foundations arbeiten sehr unterschiedlich. Ich kann sagen, dass das, was ich hier darstelle, für die Projekte bei Linux Foundation gilt. Es sind fast 1000 Projekte und viele davon sind wesentliche Träger sozusagen des Open Source Ökosystems. Also die Beiträge während der Arbeitszeit dominieren. Es ist aber wichtig, trotzdem zu sehen, dass viele der Entwickler sich als Enthusiasten bezeichnen. Warum? Weil ihnen die Qualität von dem, was sie da vorlegen, sehr am Herzen liegt. Und weil sie die Mitwirkung an einem Open-Source-Projekt als Möglichkeit sehen, sich persönlich weiterzuentwickeln und deswegen auch bereit sind, möglicherweise mehr Zeit zu investieren, um eine gute Lösung zu finden. Ich kann sagen, als ich damals angefangen habe, am KDE-Projekt zu entwickeln, war eigentlich das Wichtigste, was ich davon mitgenommen habe, war die Arbeit mit erfahrenen Entwicklern, die mir Sachen beigebracht haben, die ich in der Uni nicht gelernt habe. Wichtig ist auch, dass Hobbyisten immer noch ein wichtiger Treiber des Ökosystems sind. Die Innovativität in Open Source kommt nicht daher, dass sich Unternehmen treffen und sagen, was wollen wir mal machen? Die kommt im Wesentlichen daher, dass es Enthusiasten und Nerds gibt, die mit neuen Ideen kommen und damit etablierte Ideen in Frage stellen und die nächste Software-Generation vorantreiben. Also auch wenn deren Beitrag heute nur noch im Bereich 15% liegt, ist dieser Beitrag wichtig. Ich habe am Ende eine Handvoll Referenzen zu, wo die Zahlen herkommen. Das ist aus dem Open Source Maturity in Europe Report. Den haben wir letzte Woche vorgestellt auf dem Open Source Summit Europe. Das ist frei verfügbar bei Linux Foundation Research auf der Webseite. Und eines der Kernergebnisse ist, dass von den individuellen Entwicklern, die auf den Survey geantwortet haben, 74% sagen, dass Lernen und persönliche Weiterentwicklung einer ihrer Hauptmotivatoren ist. Und das ist mit ein Grund für die aus meiner Sicht recht hohe Qualität, die wir bei den Contributions sehen. So, also kommen wir zur Frage, was kann ein Open-Source-Projekt leisten? Nicht überraschend kommt danach ein kurzer Absatz, der sagt, was kann ein Open-Source-Projekt nicht leisten? Wichtig zu verstehen ist, dass es bei Open-Source-Projekten quasi zwei Entwicklungsrichtungen gibt oder allgemein
in der Softwareindustrie gibt es da zwei Richtungen. Die eine ist Richtung Downstream, quasi zum End-User werden Produkte entwickelt. Die werden zunehmend integriert von unfertigen Produkten bis zu fertigen und am Ende landen sie bei dem, der sie anwenden will. Und Upstream ist da, wo die Open-Source-Projekte sitzen. Und was halt wichtig ist zu verstehen, ist, dass Upstream eigentlich keine Entwickler sind. Upstream ist ein Integrationspunkt. Das ist der Punkt, wo jemand, der eine Veränderung an dem Softwareprojekt entwickelt hat, diese Veränderung anbietet zur Integration. Das ist das berühmte Pull- oder Merge-Request-Modell. Ich schreibe fast keine Entwickler, weil, wie gesagt, das Open-Source-Ökosystem ist sehr divers. Es gibt unternehmensgetriebene Projekte und ich spreche hauptsächlich für die, die bei der Linux Foundation sind und bei uns. Es gibt Ausnahmefälle, sowas wie Linus Torvalds, der quasi als Fellow bei der Linux Foundation angestellt ist und wir bitten ihn quasi so viel wie möglich den ganzen Tag am Linux-Kernel zu arbeiten. Aber dem gegenüber stehen hunderttausende Softwareentwickler, die Downstream arbeiten, Patches entwickeln und die anbieten zur Integration. Also ganz wichtig, in den eigentlichen Open-Source-Projekten gibt es effektiv keine Entwickler. Open-Source hat drei entscheidende Effekte. Und man merkt sofort, dass ich nicht Informatiker bin, sondern Ökonom und internationale Politik studiert habe. Ökonomie und internationale Politik. Open Source ermöglicht drei Dinge. Offenen Zugang zur Technologie, offene Governance und Wissenstransfer. Ich würde auf jeden Einzelnen mal kurz eingehen. Der offene Zugang zur Technologie ist eigentlich das, was am allermeisten bekannt ist. Use, Study, Modify, Redistribute sind die vier Freiheiten. Sehr interessant, wenn man darauf aus ökonomischer Sicht schaut, ist, dass das die Definition eines öffentlichen Guts ist. Also nicht des öffentlichen Guts, sondern eines Public Goods. Das heißt, eines Guts, das jedem zu jedem Zweck zur Verfügung steht. Und das ist nicht nur Zufall, das ist auch gewollt. Das ist quasi in der Open-Source-Definition drin. Und in den Studien, die wir dazu zum Impact von Open-Source auf die europäische Wirtschaft in der Studie, an der ich mitgewirkt habe, konnten wir relativ deutlich zeigen, dass der Bestand an Open-Source-Technologien, der sich durch die Community-Aktivität entwickelt, positiv zum Gemeinwohl beiträgt. Das heißt, jede Technologie, die einmal als Open-Source entwickelt wird, steht dauerhaft jedem für jeden Zweck zur Verfügung und hebt sozusagen damit den Stand der Technik. Und das ist ein positiver Beitrag zum Gemeinwohl, weshalb wir argumentieren, dass Open-Source, also die Weiterentwicklung von Open Source durchaus im öffentlichen Interesse liegt, auch jenseits von konkreten Anforderungen für zum Beispiel Public E-Services. Zweites Thema ist offene Governance. Die Zusammenarbeit an Open Source Projekten braucht Vertrauen. Und es gab einige Beispiele in der letzten Zeit, wo dieses Vertrauen missbraucht wurde, gehe ich nochmal drauf ein. Aber das hat eigentlich nur unterstrichen, dass diese Erwartung, dass ich mich darauf verlassen kann, dass das Projekt quasi langfristig sich weiterentwickelt, dass ich Einfluss auf Entscheidungen nehmen kann, dass das ein wesentliches Kriterium für Mitwirkende ist, ob sie sich in dem Projekt einbringen oder nicht. Jeder Mitwirkende an Open-Source-Projekten bringt sich auf freiwilliger Basis ein. Das gilt sowohl für Individuen. Da ist es einfach zu verstehen. Ich kann für mich entscheiden, an welchem Projekt ich arbeite und ob ich meinen Sonntag damit verbringen will oder lieber angeln gehe. Bei Unternehmen ist es aber genauso. Ein Unternehmen kann für sich jederzeit entscheiden, ob es ein Projekt nur konsumiert oder ob es an diesem Projekt Beiträge leistet oder ob es ein anderes Projekt einsetzt. Und zum einen stehen da natürlich technische Fragen im Vordergrund, aber zum anderen auch, wie das Projekt aufgestellt ist. Und eine der relativ offensichtlichen Einflüsse auf diese Entscheidung ist, wo das Projekt aufgestellt ist. Ist es das Projekt von einem Konkurrenten von mir, der das auf seiner eigenen Infrastruktur hostet? Dann sehen wir empirisch nahezu nie Beiträge von Konkurrenten von anderen. Das ist genau die Rolle von uns. Wir sagen, wir sind ein neutraler Boden. Die Projekte, die bei uns aufgestellt sind, haben alle ein offenes Governance-Modell. Und alle Assets, die das Projekt hat, Warnzeichen, Dokumentation etc., natürlich neben dem Source-Code, werden von dieser neutralen Instanz, wir als nicht gewinnorientierte Organisation, gehalten. Und das motiviert dann eher, sich an diesem Projekt einzubringen. Also das ist quasi unsere Rolle. Nicht nur Open-Source-Lizenzierung, das kann quasi jeder machen, sondern diese offene Governance zu implementieren.
Und den dritten Teil, den dritten Aspekt, der wird sehr selten gesehen. Das überrascht mich ein bisschen. Open Source ist das, der Mechanismus für Wissenstransfer in der Softwaretechnologie. Jeder Student, jeder Studierende hier in der Universität, der ein Open Source Projekt analysiert, kann den Source Code lesen, kann verstehen, wie es funktioniert und kann sehen, wie solche Systeme geschrieben werden. Aber nicht nur das, es ist auch eine Frage von, wie können Unternehmen zusammenarbeiten? Dadurch, dass die Projekte quasi auf neutralem Boden aufgestellt sind, ist es okay, einen Beitrag zu leisten zu einem Projekt, wo auch ein Wettbewerber Beiträge leistet. Das ist eine Rolle, die wir bis dato nur von öffentlich anerkannten Standardisierungsorganisationen kennen. Die haben quasi ein regulatorisches Rahmenwerk, wo Wettbewerber zusammenarbeiten können. Das Modell heißt vorkompetitive Kooperation. Ich musste das tatsächlich googeln, ob es das auf Deutsch gibt. Also es heißt im Jargon pre-competitive cooperation. Aber es gibt tatsächlich eine Springer-Veröffentlichung, wo das auf Deutsch vorkommt. Also kann man das so sagen. Und Joint Ventures. Und das sind die quasi die Modelle, wo ich als Unternehmen, ohne auf sowas wie Open Source zurückzugreifen, mit einem Wettbewerber zusammenarbeiten kann. Dann muss ich aber sehr klar sagen, wann die Kooperation aufhört und ich anfange, wieder miteinander im Wettbewerb stehende Produkte anzubieten. Und dann durfte ich auch mit meinem Wettbewerber nicht mehr reden zu dem Zeitpunkt. Das ist bei Open Source völlig anders. Wir implementieren das Modell kontinuierliche, nicht differenzierende Zusammenarbeit. Auch das habe ich auf Deutsch übersetzt. Die Referenz ist da mit dem Sternchen. Und das ist ein Modell, wo alle Mitwirkenden, auch die zueinander in Konkurrenz stehen, an dem Projekt gemeinsam arbeiten und dann die Ergebnisse aus diesem Projekt unter der Open-Source-Lizenz konsumieren. Und deswegen ist das quasi wettbewerbsrechtlich okay. Und weil diese Rolle Wissenstransfer und Technologiediffusion so wichtig ist und völlig übersehen wird aus meiner Sicht, aber unglaublich wichtig ist als quasi Impact des Open-Source-Ökosystems, gibt es bei der Linux Foundation die Joint Development Foundation, die quasi unter unserem Regenschirm aufgestellt ist und an Standardisierungsprozessen teilnimmt. Die ist zum Beispiel eine akkreditierte Organisation für das Einreichen von Community-Spezifikationen bei ISO. Also die drei Rollen sind offene Lizenzierung, offene Governance und Wissenstransfer oder Technologiediffusion. Hier vielleicht mal so, wie das von der Industrie gesehen wird. Aus dem State of Open Standards Survey vom letzten Jahr 73% der Befragten sagen, dass an offenen Standards mitwirken in so einer Organisation es leichter macht für sie, Technologien zu etablieren und dann entsprechend anzunehmen. Ein unglaublich wichtiges, ein unglaublich wichtiger Aspekt von Open Source Softwareentwicklung ist, dass die Lizenzen jedem die Möglichkeit geben, das Projekt zu nehmen und losgelöst vom ursprünglichen Projekt für sich selbst weiterhin zu entwickeln. Das nennt man einen Fork. Und das ist natürlich was man nicht leichtfertig macht, weil man sagt, das kostet mich natürlich was. Ich teile damit die Community. Ich muss dann für die Entwicklung selbst gerade stehen. Das tue ich nur, wenn ich wirklich gute Gründe dafür habe. Und dass diese Möglichkeit überhaupt existiert, kombiniert mit diesem Ansatz, dass jeder, der mitwirkt, freiwillig mitwirkt, zwingt die Mitwirkenden im Interesse der Community zu handeln. Ich kann quasi nicht die Community übermäßig missbrauchen, dann wird mir ein Teil der Community weglaufen und mein Projekt nehmen und selbst weiterentwickeln. Das hat es schon gegeben. LibreOffice versus OpenOffice ist genauso ein Fall. Aber wir haben auch in der letzten Zeit Beispiele gesehen, wo Unternehmen, die quasi als Single-Vendor-Unternehmen das gesamte Urheberrecht an einem Open-Source-Projekt gehalten haben, sich entschieden haben, das einfach nicht mehr mit einer Open-Source-Lizenz bereitzustellen. Auch dann schlägt diese Möglichkeit des Forks zu und da gibt es zwei Beispiele. Das eine ist Valkey, das ist quasi der Community-Fork von Redis und das andere ist OpenTofu, das ist der Community-Fork von Terraform. Beides Projekte, die Linux Foundation aufgestellt hat, quasi auf Initiative der Nutzer der Software, die gesagt haben, wir können hier relativ einfach ein Konsortium zusammenstellen, was diese Software weiterentwickelt, auch wenn der ursprüngliche Hersteller das nicht mehr als Open Source machen will. Das ist sozusagen Damoklesschwert, was über der Community Governance schwebt.
oder dem Unternehmen, das versucht, das quasi aus dem Open-Source-Umfeld zu entziehen. Ja, und jetzt kommt der Punkt, was leisten Open-Source-Projekte nicht? Ganz wichtig, unglaublich wichtig, gibt es einen sehr schönen Blogpost zu Open-Source-Maintainers owe you nothing. Ist vom Maintainer von Homebrew, wer einen Mac hat und da Paketmanagement macht, der kennt das vielleicht. Ist auch ein ehemaliger Kollege von mir. Der beschreibt sehr schön, dass Open Source ein Angebot, ein Geschenk ist. Und man kann es nutzen für jeden Zweck, aber man kann nicht zum Entwickler gehen und sagen, jetzt fix mal meinen Bug und außerdem habe ich übrigens morgen Release-Termin, also mach das mal bitte heute noch. So funktioniert das halt nicht. Open Source-Projekte liefern keine Production-Ready-Lösungen. Und sie liefern auch keine Zertifizierung für bestimmte Anwendungsfälle. Open-Source-Projekte liefern generische Komponenten, explizit ohne Garantie und ohne zugesicherte Eigenschaften. Es kommt natürlich die Frage, wie kann das dann sein, dass dann auf der ersten Slide in 89% der Anwendungsfälle Open-Source-Projekte drunter liegen? Das zeige ich gleich. Open-Source-Communities bieten auch keine Dienstleistungen an. Das ist leider manchmal ein bisschen verwaschen, weil es Dienstleister gibt, die als Teil der Community auftreten. Aber das sind einfach Unternehmen, die Expertise haben und die ich mir unter Vertrag nehmen kann und die dann für mich zum Beispiel Änderungen daran vornehmen, Wartung machen oder mir meine zertifizierte Lösung bauen. Also ganz wichtig, das ist, was man verstanden haben muss, man kriegt nicht seine Production-Ready-Lösung direkt von der Community. Das ist der Linus Torvalds beim Open Source Summit auf der Bühne. So, jetzt ganz kurz, wie sind Projekte bei uns aufgestellt? Wir haben von Governance gesprochen und deswegen wollte ich ein bisschen ins Detail gehen, wie Governance bei uns aussieht. Jedes Projekt hat ein Technical Steering Committee. Das ist das oberste Gremium der Maintainer. Die werden üblicherweise besetzt aus den Leuten, die am meisten an dem Projekt entwickelt haben. Sehr interessant ist, dass die Mitwirkung bis zum Technical Steering Committee auf technischer Seite nicht davon abhängt, dass mein Unternehmen Mitglied der Linux Foundation ist. Es ist ein Open-Source-Projekt, jeder kann da mitarbeiten und jeder kann quasi in dieses Komitee kommen, weil er anständigen Code beigetragen hat. Wird also meritokratisch besetzt, sprich, wir schauen in die Repositories und sagen, wer hat hier eigentlich am meisten beigetragen und die Leute sind dann, das ist manchmal so ein Hühnchen-Ei-Problem, man muss quasi das erste Technical Steering Committee finden. Und dann rekrutieren die sich aus den sozusagen Maintainern, die sich beweisen, neue Leute. Da gibt es nicht immer Rotation. In den meisten Projekten funktioniert das ganz gut. Und die benennen dann eben die Maintainer, sprich die Leute, die kritische Pull Requests auch approven können, koordinieren den Projektroadmap und lösen eventuelle Konflikte. Und es gibt eine ganze Handvoll Projekte bei der Linux Foundation, die ausschließlich technische Projekte sind. Sprich, die haben kein Funding, die haben auch keine zahlenden Mitglieder und die haben auch keine Mitglieder, die dort reinreden, sondern die sind im Prinzip Git-Repositories und ein bisschen drumherum Infrastruktur, die von der Linux Foundation gehostet werden. Gutes Beispiel ist da die Linux Standard Base. Ist eine Spezifikation, wie das Filesystem von dem Linux-System aussehen soll. Und das ist ein Projekt, was wir hosten, was kein Funding hat, wo es nur ein Technical Steering Board gibt, was dann entsprechend die Änderungen koordiniert. Open Accessibility, das sind die Standards für Screenreader und taktile Systeme, EasyCLA und FR-Routing ist eine Software, die von Internet Service Provider eingesetzt wird. Also das sind konkrete Projekte, die bei uns gehostet sind und ausschließlich technische Projekte sind ohne Funding. Keine Finanzierung und das Technical Steering Committee koordiniert quasi die Entwicklung. Aber, jetzt kommen wir zur nächsten Ausbaustufe quasi, viele Projekte haben ein Governing Board und das wird aus den fördernden Mitgliedern zusammengestellt. Das heißt, wenn ein Projekt Funding bezieht, dann ist ja immer die Frage, wie wird das Funding verwendet? Und diese Entscheidung treffen Repräsentanten der Gruppe, die insgesamt das Funding bereitgestellt hat. Wichtig ist zu wissen, dass unsere Projekte alle Non-Profit sind. Das heißt, ich kriege keinen Bonus, wenn die Projekte ihr Geld nicht ausgeben, leider, schade. Sondern wir müssen quasi zusehen, dass die Mittel, die wir bekommen, im Sinne des Projekts eingesetzt werden. Und über den Mitteleinsatz entscheidet das Governing Board. Das heißt aber auch, dass Projekte, die von der Industrie getrieben sind, durchaus Personal haben können. Von Maintainern bis zu einem Executive Director, je nach Größe des Projekts, gibt es das dann schon. Es ist halt oft so, dass Projekte, die Funded Projects sind,
Projekte sind, die der Industrie am Herzen liegen und die als kollektive Investments gesehen werden. Das heißt, es geht nicht darum, irgendwie einen Hobbyisten zu unterstützen, sondern wir wollen gemeinsam Technologie entwickeln, die für uns, von der wir produktionsabhängig sind. Also Projekte, die Funding haben, haben sowohl ein Technical Steering Committee als auch ein Governing Board. Und hochinteressant, das Governing Board wirkt nicht in technische Entscheidungen hinein. Warum? Dort sitzen halt Unternehmensrepräsentanten in Anzügen, die von Technik keine Ahnung haben. Und deswegen hat sich das als quasi als Norm in der Community entwickelt, dass das technische Steering des Projekts getrennt ist von der Diskussion über, wie verwenden wir die Mittel und wann ist die jährliche Konferenz und wer wird der Executive Director des Projekts. Das ist übrigens ein Einfluss, der aus den alten, von Freiwilligen getrieben Open-Source-Communities kommt. Ja, also zum Beispiel die KDE-Community, aus der ich komme, hat genau dieses Modell. Die hat ein gewähltes Board von einem gemeinnützigen Verein und eine Übereinkunft, dass dieses Board nicht in die technische Entwicklung reinredet. Also hier haben sich quasi Verhaltensnormen, die aus der Open-Source-Community kommen, aus der alten Oldschool-Enthusiasten-Community, in die Governance-Strukturen von modernen Projekten heute ausgewirkt. Und wir bei Linux Foundation können solche Funded Projects quasi aufstellen in den USA oder in Europa. Linux Foundation Europe sitzt in Brüssel und wir haben eine Handvoll Projekte, die quasi mit einem sozusagen juristischen Sitz in Brüssel aufgestellt sind. Ein paar Beispiele hier: Zephyr ist ein Realtime Embedded Betriebssystem für alles, was zu klein ist für Linux. Yocto ist ein Betriebssystem oder Linux Distribution Bausatz. Und die Open API Initiative macht Tooling und Spezifikationen für REST APIs und andere Network APIs. Das sind alles Projekte, die Funding haben, die aber quasi einen spezifischen Zweck haben und so aufgestellt sind, wie ich es hier beschrieben habe. Wir haben dann quasi noch eine Ausbaustufe und das sind die, die man immer in den Nachrichten hört. Deswegen habe ich die ein bisschen extra rausgestellt. Wir haben noch Projekte, die wir Foundations nennen oder Umbrella-Organisationen, die quasi viele andere Projekte hosten. Ein gutes Beispiel dafür ist die Cloud Native Computing Foundation, eigentlich unsere größte, die halt Größenordnung hunderte Projekte hat. Hier vereint quasi eine Foundation mehrere technische Projekte unter einem Governance-Prozess. Es gibt also üblicherweise ein Governing Board und dann ein Technical Steering Committee für jedes Subprojekt. Und dort gibt es relativ komplexe, zum Beispiel Inkubationsprozesse. Also ich weiß nicht, wer sich bei der Cloud Native Computing Foundation mal versucht hat zu engagieren. Das ist nicht so, dass man da quasi kommen kann und sein Projekt über den Zaun werfen und sagen, jetzt macht mal, sondern da muss man über einige Hürden springen, um quasi zu demonstrieren, dass das Projekt die Reife hat, um dort als offizielles Cloud Native Computing Foundation Projekt zu gelten. Interessant ist hier, dass diese Organisationen eben ein bisschen größer und bilden dann oft spezielle Stakeholder-Gruppen ab. Zum Beispiel haben wir bei der Open Wallet Foundation, die in Europa sitzt, weil sie auf die EIDAS-Regulierung der EU reagiert, technisch, haben wir einen Governance Advisory Council, quasi eine Vertretung von Regierungsvertretern, die dafür sorgen soll, dass die entwickelten Lösungen quasi im Sinne des Regulierenden sind. So, um jetzt vielleicht ein Beispiel zu geben, also einen Überblick zu geben, wie sieht es aus? Linux Foundation hat fast 1000 Projekte, 265 unfunded, 100 funded und fast 700. Supported by Parent Project heißt Teil einer Foundation. So, und alles das ist quasi unter dem Dach der Linux Foundation. Jetzt zur Frage, ja okay, wenn ich jetzt Open Source Maintainer ist owe me nothing, okay. Aber es wird in Production eingesetzt. Wie geht das? Wichtig zu verstehen ist, es gibt hier immer einen Zwischenschritt. Der Zwischenschritt ist, die Open Source Community stellt Bausteine bereit. Generische Lösungen für bestimmte Probleme. Und ich muss dafür sorgen, durch einen Zwischenschritt, dass diese Lösung so paketiert wird, wenn ich es möchte, wenn ich es so beschreiben kann, dass sie für meinen Zweck passt. Das erste Modell, was ich darstellen möchte, läuft unter diesem Schlagwort Upstream First. Das heißt, ich pflege keine Inhouse-Version, sondern ich sage meinen Entwicklern, alle Fehlerbehebung und alle Funktionsentwicklung, die ihr macht, macht ihr bitte an dem Projekt. Sorgt dafür, dass das da integriert wird und ich konsumiere die nächste Version des Projekts. So kann ich natürlich sicherstellen, dass alle meine Funktionen da entsprechend drin sind. Der Vorteil, den ich damit habe, ist, dass die Änderungen, die ich mache, trotzdem durch den Community-Prozess laufen.
die Open Source Community hat Continuous Integration erfunden. Das heißt, bevor da was durch ein Release wieder zurückkommt, haben da mehr Augen drauf geschaut als mein Inhouse-Team. Und das ist eigentlich eine gute Sache. Und außerdem werden die Sachen auch in diverseren Umgebungen getestet, als vielleicht in meinem ganz speziellen Anwendungsfall. Und wenn sie in drei verschiedenen Umgebungen laufen, sind sie meistens auch ziemlich gut. Und im nächsten Zyklus quasi, wenn ich dann das Release bekomme, integriere ich das in mein Produkt oder meinen Produktionsbetrieb. Dieser Ansatz, Upstream First, ist sehr agil, hat sich als effizient bewährt und ist im Open-Source-Umfeld absolut präferiert. Es gibt aber noch mehr. Zweistufige Releases. Ich betrachte die Releases des Open-Source-Projekts als Basistechnologie und habe entweder ein Inhouse-Team oder einen Dienstleister, der darauf basierend die Software konfiguriert am Ende und prüft und eventuell zertifiziert, die ich entweder in mein Produkt integriere oder in den Betrieb übernehme. Und dieser Ansatz hat zwei Effekte. Der wird im Open-Source-Entwicklungsmodell gerecht, im Sinne von, ich muss nicht von der Community verlangen, dass sie meinen Anwendungsfall quasi komplett abbilden muss. Aber es ergibt mir halt die Möglichkeit, die Abnahme nach den eigenen Kriterien entsprechend vorzunehmen. Und das ist der Zwischenschritt, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Und wichtig ist eben, dass das bedeutet, dass ich Inhouse-Expertise haben muss. Also entweder muss ich die Expertise selbst haben, oder ich muss einen Dienstleister haben, der das für mich machen kann, aber die Community macht das für mich nicht. So. Dann gibt es noch das Modell gemeinsame Implementierung. Ich glaube, das haben wir vorhin schon gehört. Das Ziel hier ist weniger Softwareentwicklung als Interoperabilität. Sprich, ist ganz normal ein Open-Source-Projekt. Verschiedene Stakeholder entwickeln dort gemeinsam APIs und Implementierung und geben die dann frei. Aber mit dem Ziel, die quasi unabhängig voneinander zu deployen, und dadurch Interoperabilitätsprobleme zu lösen. Und das bedeutet, dass man dann, wenn man feststellt, dass was nicht funktioniert, das Upstream-Projekt anpassen muss und dadurch wieder dafür sorgt, dass es für alle funktioniert. Im Englischen heißt das Joint Implementations. Und ein sehr gutes Beispiel dafür ist die X-Road Initiative. Das ist quasi der Datenaustausch-Layer, der ursprünglich, glaube ich, mal in Estland entwickelt wurde und dann später von Finnland und von Mexiko übernommen wurde. Und wo heute so ein Konsortium quasi diese gemeinsame Implementierung schafft und damit eben Datenaustausch also im Land zwischen verschiedenen Akteuren und international implementieren kann. So, ja, jetzt kommen wir zu diesem etwas flapsig dargestellten, was gibt es denn, was nicht funktioniert? Hier handelt es sich eigentlich oft um Missverständnisse. Also die Beispiele, die ich hier gebracht habe, sind halt Dinge, die konkret passieren. Wir veröffentlichen unser Inhouse-Projekt, schmeißen es quasi über einen Zaun zu GitHub und sagen, jetzt kann das bitte die Open-Source-Community weiterentwickeln. Das war der Ansatz, den Nokia versucht hat, als sie versucht haben, Open-Source zu machen, bevor sie als Handset-Hersteller pleite gegangen sind. Oder wir sagen, wir kommunizieren einfach quasi als Nutzer unsere Anforderungen, stellen 150 Bug-Reports ein, damit die Community das für uns implementiert. Da muss man immer daran denken, alle Mitwirkenden wirken auf freiwilliger Basis mit. Und wenn das nicht deren Anforderungen sind, dann werden die an den Tickets nicht arbeiten. Oder, sehr beliebt, wir öffnen Fehlertickets basierend auf unseren Freigabetests am Freitagnachmittag mit dem Kommentar, dass die bitte bis Montag geschlossen sein müssen, weil da muss unser Release raus. Funktioniert garantiert nicht. Weil wieder hier das Missverständnis ist, dass die Community Entwickler hat. Und dass die Community mir gegenüber verantwortlich ist. Wichtig ist, dass man versteht, dass Open-Source-Entwicklung ein kollaboratives, geteiltes Investment ist. Und am allerbesten funktioniert es, wenn man sich mit seinen Partnern, die ähnliche Probleme haben, zusammensetzt und so ein Projekt unterstützt, indem man Entwicklungskapazitäten abstellt und dann dafür sorgt, dass alle diese Dinge gemacht werden. Es ist eben nicht toll, ein anderer macht's, abgekürzt Team. Genau, so. Vielleicht als Schlusswort, weil ja diese These im Raum steht, dass Open Source professionalisiert werden muss. Das ist vielleicht auch richtig, aber der Prozess ist längst im Gange. Weil alle die Mechanismen, die wir angehenden Softwareentwicklern heute beibringen, entstammen aus dem Open Source Ökosystem. Alles, was hier auf dem Bildschirm ist, ist von der Open-Source-Community entwickelt worden. Warum? Weil die Open-Source-Community schon vor 20 Jahren herausfinden musste, wie man Software entwickeln kann,
verteilt über die ganze Welt mit Leuten, die nicht in meiner gleichen Zeitzone sind, die ich vielleicht persönlich nie getroffen habe, wo der einzige Weg zu koordinieren ist, der Review von Patches. Distributed Version Control mit Git. Ja, oder Wikis. Wikis sind entstanden als Dokumentationssysteme für Open-Source-Projekte. Peer Review als Konzept ist nicht in der Industrie entstanden, sondern in der Open-Source-Community. Das Agile Manifesto ist eine Formulierung der Mechanismen, die die Open-Source-Community entwickelt hat, wie man Software entwickelt. Haben übrigens die Autoren des Manifestos selbst gesagt. Und so weiter. Also, ich würde damit abschließen und sagen, die Antwort auf die Frage muss sich jeder selbst suchen. Hier sind noch zwei Ergebnisse aus unserem Report von letzter Woche. Der erste ist, dass 73% der Befragten sagen, dass Open Source sicherer ist als proprietäre Software und dass 73 letztes Jahr, und dass Open Source zunehmend gesehen wird als quasi der Träger für kritische digitale Infrastruktur. Dankeschön. Das war's von mir. Machen wir jetzt Fragen, oder? Das wäre jetzt natürlich... Ja. Ich glaube, Mikro ist gut, weil online haben wir... Wir haben Online-Teilnehmer. Ja, Lars Barth vom BSI. Danke erstmal für den Vortrag, der, glaube ich, den ersten auch gut ergänzt hat insgesamt. Ich habe eine Frage zu den Modellen. Das True-Release-Model scheint ja aus meiner Sicht das zu sein, was eigentlich am ungünstigsten ist, wenn es darum geht, um Funding der Open-Source-Community was zurückzugeben, wenn man denn böse sagt, okay, das Unternehmen nimmt den Source-Code und macht damit einfach weiter und ist aber jetzt nicht gezwungen, etwas zurückzugeben. Ganz anders als bei dem Upstream-First-Modell. Kann man da irgendeine Auskunft geben, wie sich das so verhält am Markt? Also hat die Linux Foundation eine Idee, wie so die Anteile sind der Verhaltensweisen hinsichtlich dieser Modelle? Also wir haben eine Idee, die heißt Open Source Maturity Model. Das ist so eine Art, ich entwickle mich vom passiven Konsumenten zum Mitwirkenden auf technischer Sicht zu einem Punkt, wo ich strategisch Einfluss nehme auf die Entwicklung von Projekten. Und an diesem Punkt, zum Beispiel, ich analysiere meine kritischen Dependencies, stelle fest, da sind 15 Open-Source-Projekte drin. Wenn die morgen nicht mehr existieren, habe ich ein Problem, dass ich mein Produkt nicht mehr bauen kann. Und dann bringe ich mich in diese 15 Projekte ein und stelle dort Entwickler und Projektmanager ab, die dafür sorgen, dass in dem Projekt alles läuft. Ich sage mal, ein Viertel der Industrie ist an dem Punkt. Also es gibt Digital Native Industries, die kommen aus dem Open-Source, aus dem Software-Umfeld, sind mit Open-Source groß geworden, für die ist das relativ normal. Die sitzen aber oft nicht in Europa und wir haben viele hier, die sich mehr mit digitaler Transformation bezeichnen würden, also die sehr gut Embedded-Geräte mit 4 Rädern bauen können, aber eben die Software darin noch nicht so beherrschen. Und da ist es halt oft nicht so, da wird das immer noch als Risiko gesehen und ich nicht mich einbringen ist quasi unnützer Aufwand und steht nicht in meinem Roadmap. Also das, was du da ansprichst, ist genau der Punkt. Erst wenn ich quasi verstehe, wie wichtig die strategische Einflussnahme auf die Projekte ist, erst dann komme ich an den Punkt, dass ich auch systematisch beitrage. Es wird natürlich noch verschärft durch den Cyber Resilience Act jetzt, der vorschreibt, dass alle digitalen Produkte mindestens 5 Jahre Wartungsphase haben. Und wenn man das Open Source im Feld kennt, dann weiß man, dass in 5 Jahren auch mal ein Projekt verschwinden kann oder einfach nicht mehr weiterentwickelt wird. Als Hersteller bin ich jetzt dafür verantwortlich, dass ich trotzdem Sicherheitsupdates rausbringen kann. Sprich, dann muss ich mich eben strategisch einbringen und sagen, dann stelle ich eben einen Entwickler ab, der das Projekt am Leben hält. Oder komme mit 10 anderen Unternehmen zusammen, die ähnliche Probleme haben und wir machen eine neue Foundation draus oder sowas. Also ich meine, das Problem wird akuter in den nächsten 3 Jahren, in dem Maße, wie der Cyber Resilience Act quasi in Kraft tritt. Berechtigterweise. Ja, ich bin da sehr froh drüber. Ja, erstmal vielen herzlichen Dank für diesen wirklich erhellenden Vortrag. Das war wirklich sehr beeindruckend und viele Dinge, die ich noch nicht wusste.
Ich hätte eine kritische Anmerkung. Ich bitte nicht falsch zu verstehen. Aber eigentlich, wer Linux sagt, muss ja eigentlich auch GNU sagen. Sie hatten vorhin die Tabelle der Dinge, die alle aus der Community heraus entwickelt worden sind. Das geht ja noch viel weiter zurück. Das sind ja jetzt fast 50 Jahre, wo Open Source Software eigentlich unsere Welt bestimmt. Stellen Sie sich unsere Welt ohne GCC vor, die würde es nicht geben. Und da finde ich doch, sollte man vielleicht den historischen Blickwinkel auch mal drauf lenken. Danke. Okay. Keine Frage, sondern Anmerkung. Sehr gut. Gut. In Anbetracht der fortschreitenden Zeit, wie immer haben wir mehr zu besprechen als Zeit ist, möchte ich den nächsten Vortrag ankündigen. Robert Hilbrich ist aus dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt zu uns gekommen. Damit verbindet mich die Vergangenheit. Mancher weiß es, ich bin lange Zeit IT-Verantwortlicher des DLR gewesen. Und deswegen freue ich mich, dass aus dem Bereich Verkehrsforschung wir heute hier als Beispiel ein Projekt haben, was eben sehr erfolgreich und sehr konstant und über längere Zeit mit hohem Sicherheits- und hohem Verfügbarkeitsstandard gearbeitet worden ist. Und das ist das Projekt Sumo. Und ich bin ganz gespannt, was wir da jetzt hören. Dankeschön. So, wunderbar. Also das könnte wirklich von der Abfolge der Vorträge gar nicht besser passen heute. Das ist wirklich sehr, sehr schön. So, also jetzt zu was ganz, ganz anderem. Ich nutze die Chance und gehe jetzt nochmal eine Perspektive tiefer. Heißt, ich sozusagen gebe mal den Bericht sozusagen aus dem Maschinenraum. Ich glaube, wir sind ein interessantes Open-Source-Projekt und ich bin von dem Projekt Sumo gleichzeitig sozusagen Project Lead. Ich bin beim DLR gleichzeitig dort für den Bereich Verkehrssimulation verantwortlich, habe sozusagen mehrere Rollen inne und ich glaube, es ist ganz gut, jetzt mal sozusagen auch wirklich von der Community-Sicht, die wirklich sozusagen diese Dinge tut, das nochmal anzugucken. Ich glaube, dass das wirklich erhellend. Vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt komme ich, haben wir ja gerade schon kurz vorgestellt. Wer wusste vorher schon, dass wir auch Verkehrsforschung machen? Ah, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Also das DLR macht neben Luft- und Raumfahrt und Energie- und Sicherheitsforschung natürlich auch Verkehrsforschung, also alles, was sozusagen straßengebundener und schienengebundener und maritimer Verkehr ist. Und ich bin sozusagen aus diesem Bereich, komme selber aus Berlin, bin dort aus dem Institut für Verkehrssystemtechnik und wir gucken sozusagen die ganze Technik im Straßenverkehr an. So. Und ich selber bin Informatiker, habe auch in dem Bereich promoviert und komme eigentlich aus der Entwicklung so von so sicherheitskritischen Steuerungen, die echtzeitfähig sein müssen, Flugsteuerungen, all diese ganzen komplexen Sachen und bin dann vor 10 Jahren in den Verkehr gewechselt. Und ich war vielleicht am Anfang ein Stück weit naiv und habe gedacht, naja, alles, was sich mit den Farben Rot, Gelb, Grün regeln lässt, kann ja nicht so richtig schwierig sein. Der Verkehr draußen ist ja eigentlich aus Informatikersicht eine relativ einfache Sache. Und habe dann relativ schnell über die letzten Jahre gelernt, nee, ganz so einfach ist es nicht. Weil die Menschen halt die Angewohnheit haben, erstens lassen sich ungern vorschreiben, wo sie langfahren sollen. Zweitens lassen sich ungern sagen, wann sie losfahren sollen. Und sie sagen auch ungern, wo sie eigentlich lang gefahren sind. Und wenn man ihnen verbieten will, irgendwo lang zu fahren, machen sie das auch nicht. Also die Schwierigkeit sozusagen liegt im Straßenverkehr auf einer ganz anderen Ebene. Und also im Vergleich zu klassischen Softwareprojekten, im Vergleich zu physikalischen Experimenten ist Straßenverkehr einfach eine ganz andere Sache. Und deswegen haben wir vor 24 Jahren haben wir beim DLR angefangen und gesagt, wir brauchen Software, wo wir sozusagen die echte Welt nachstellen können. Wo wir sagen können, man kann sich so eine alte Eisenbahnplatte vorstellen, wo man von oben drauf guckt und sich sozusagen seine Züge fahren lassen kann. Und so haben wir das gleiche gedacht, das braucht man für den Straßenraum auch. Damit wir einfach mal gucken können, wie könnte Verkehr eigentlich besser laufen, wie kann man Verkehrswende machen, wie geht das eigentlich besser. Und haben deswegen sozusagen vor 20 Jahren angefangen, Sumo zu entwickeln. Sumo ist eine Software für Verkehrssimulationen. Also wirklich sozusagen eine große Software, wo ich sozusagen eine ganze Stadt
stellen wir uns Berlin vor, wo ich sozusagen alle Straßen abbilden kann, alle Fahrzeugbewegungen, alle Busse, alle Bahnen. Und dann fahren die sozusagen wild auf dieser virtuellen Plattform und können sozusagen dort, kann ich dort gucken, wie geht das besser, schneller, sicherer, alles Mögliche. Sumo sozusagen gab es wirklich lange und man kann sich das runterladen und es ist mittlerweile eines der erfolgreichsten und reichweitenstärksten Open-Source-Projekte vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und das ist wirklich ein relevanter Punkt, weil wir jetzt sozusagen nicht über ein Nischenprojekt sprechen, auch wenn es sozusagen keine große Foundation ist, sondern es tatsächlich wahrscheinlich ein sehr repräsentatives Open-Source-Projekt ist, was sozusagen aus der Mitte kommt, was sozusagen jetzt nicht besonders groß ist, nicht winzig ist, sondern was, glaube ich, ein guter Repräsentant ist, um die Dinge bezüglich Professionalität mal zu diskutieren. Und wenn man sich das mal anguckt, wie sieht es sozusagen aus? Also man kriegt dann sozusagen, das ist jetzt eine Simulation von Braunschweig, man kriegt sozusagen das Stadtbild von ganz, ganz oben und kann jetzt sozusagen schrittweise reinzoomen. Wenn ich jetzt einen Mauszeiger hätte, würde ich ein bisschen vorspulen. Aber man ahnt sozusagen schon vielleicht das, na gut, man sieht es eh nicht. Also jetzt ahnt man es vielleicht ein Stück weit besser. Man ahnt, dass dort sozusagen Autos auf den ganzen Straßen langfahren. Und wenn ich jetzt noch weiter reinzoome, ich könnte an beliebigen Stellen reinzoomen, dann sehe ich sozusagen, wie die da schrittweise langfahren und was da passiert. Ist an sich ganz schön und die grafische Oberfläche hilft vielleicht ein bisschen zur Visualisierung. Der Clou ist sozusagen die ganzen Daten, die da drin stecken und wie das aufbereitet ist. Also so sieht sozusagen unser Produkt aus. Wenn man sich sozusagen vorstellen will, was ist Sumo, dann arbeiten wir seit 20 Jahren daran, solche banalen Dinge zu bauen. Der Clou bei uns ist, deswegen haben wir, glaube ich, schon die kommerzielle Konkurrenz quasi überholt. Im Vergleich zu den kommerziellen Werkzeugen können wir tatsächlich alles simulieren, was in der Stadt fährt. Also von Autos, Fußgängern, Zügen, Straßenbahnen, U-Bahnen, Drohnen für irgendwelche Lieferdienste bis zu Schiffen. Schiffe sind für uns komisch aussehende Autos auf blauen Straßen. Da geht sozusagen ganz, ganz viel. So. Und der zweite Clou ist, dass man sozusagen nicht nur Play macht und das Ding sozusagen startet, sondern dass man da auch von draußen, während die Simulation läuft, kann man rein und kann sich die angucken und kann sozusagen, während die Simulation läuft, die auch verändern. Plötzlich sind Dinge da, plötzlich sind Dinge weg, plötzlich kippen sich sozusagen 20.000 Leute irgendwo aus, weil ein Fußballspiel fertig ist. Das heißt, ich kann sozusagen live auch Dinge tun. Und damit machen ganz viele Leute ganz verschiedene Sachen. Und ja, wenn man sich so ein bisschen sozusagen Sumo anguckt, dann stellt man fest, wir haben für ein kleines Projekt, also klein heißt jetzt, wir haben 2,5 Millionen Codezeilen, wir haben relativ viel sozusagen an Verbreitung. Es wird wirklich weltweit genutzt. Weltweit genutzt sowohl in der Forschung, das sieht man an den verschiedenen sozusagen Veröffentlichungen, die man dann bei Google Scholar findet. Man sieht es aber auch an vielen, vielen Downloads. Man sieht es an, ich weiß nicht, mehr als 500 Videos, die Leute mit Sumo gemacht haben, wo sie ihre Ergebnisse beschreiben. Wir haben einen Spin-off dazu ausgegründet, der sozusagen auch als Dienstleister an der Stelle auftritt. Und wir haben sozusagen jedes Jahr auch eine Konferenz, wo sich die Community trifft. Und haben versucht, sozusagen dieses Ökosystem schrittweise aufzubauen. Und wenn man jetzt guckt, mit wie vielen Leuten machen wir das eigentlich, dann ist das Team an der Stelle tatsächlich relativ klein. Also man sieht jetzt hier, ich glaube, es sind bloß 9 Leute. Ich glaube, eine Person fehlte. Aber es sind am Ende von den 10 Leuten, die tatsächlich im Sumo-Team sind, sind nur 4 tatsächlich die Kernentwicklung machen. Das sind wirklich tatsächlich relativ wenige. Und wenn man sich sozusagen Sumo anguckt, dann kommt ungefähr 2 Drittel der Contributions kommen von uns. Und 1 Drittel kommt tatsächlich aus der Community durch Pull-Requests, durch Beispiele, durch Fehlerbehebung. Wo jemand in Madagaskar, hatten wir gerade letzte Woche, wo jemand das in Madagaskar nutzt. Und es ist natürlich allen sofort klar, was ist das Besondere am Verkehr in Madagaskar? Nicht nur das, Linksverkehr haben wir in England auch, sondern Linksverkehr und Vorfahrt hat der Rechtsfahrende.
Wenn man sonst guckt, hat man immer Linksverkehr und der von links kommt, hat dann auch Vorfahrt. Madagaskar sagt, wir fahren auf der linken Seite und das hat aber der von rechts kommt, Vorfahrt. Gab es als Feature bisher nicht, hatten wir bisher nicht, jetzt haben wir das. Der Punkt ist jetzt, wir schaffen das tatsächlich nur, indem wir uns professionalisiert haben. Und was bedeutet das eigentlich praktisch? Das bedeutet für uns natürlich einerseits, das hatten wir gut, wir müssen eine Codequalität liefern, eine Funktionsvielfalt liefern, die tatsächlich von der Community aufgenommen wird, die tatsächlich so gut ist, dass die Leute was damit anfangen können, die erreichbar ist, die zugänglich ist, dass die Leute auch tatsächlich damit loslegen können. Wir müssen aber gleichzeitig, und das ist gar nicht weniger wichtig, wir müssen zusehen, dass wir ein Ökosystem bauen. Weil ohne ein Ökosystem aus, ich sag mal, Code-Produzenten und Code-Konsumenten kann das Ding nicht leben. Wenn es kein Ökosystem gibt, kann es nicht funktionieren. Und die Grundlage für so ein Ökosystem ist letztlich auch, dass es ein Geschäftsmodell geben muss. Wenn es kein Geschäftsmodell gibt, dann gibt es weder für die Produzenten keinen Anreiz, den Code tatsächlich zu produzieren. Und wenn es keinen produzierten Code gibt, dann auch keinen für die Konsumenten zum Konsumieren. Also das Geschäftsmodell, dass ich die Möglichkeit habe, tatsächlich Funding mit dieser Entwicklung zu generieren, das ist ein ganz zentraler Aspekt. Und wenn man sozusagen uns an der Stelle so ein bisschen anguckt, vielleicht auch als Ergänzung dazu, das meinte ein Kollege letztens, er ist lieber ein passionierter Amateur als ein seelenloser Experte. Und das passte ganz gut zu dem, was gerade Mirko sagte. Es sind tatsächlich eher die Enthusiasten. Nun ist Verkehr vielleicht auch eher eine Domäne, die durch Quereinsteiger bevölkert wird. Wir sind nicht sicherheitskritisch, wir machen keine Hirnchirurgie. Der Verkehr fährt draußen trotzdem, die ganzen Leute fahren trotzdem. Wir können ihn besser machen. Aber es sind eher die Enthusiasten, die diesen Bereich prägen und die natürlich wollen, dass das Ding vorangeht. Es ist natürlich Verkehrswende, die die einzelnen Leute treibt. Und deswegen versuchen wir logischerweise alles, damit es irgendwie gut funktioniert. Also ich habe mal versucht, sozusagen exemplarisch, dass man so eine Idee kriegt, was man sozusagen mit den Leuten tun kann. Wir haben 14.000 Einzeltests, die aber nicht Unit-Tests sind, sondern es sind wirklich Integrationstests, wo wir sozusagen wirklich gucken, welches Werkzeug für welche Inputs, welche Outputs generiert. Natürlich machen wir CI/CD, wir bauen Nightlies, wir machen Releases. Es ist bei uns alles public. Der interessante Punkt ist, dass auch die ganzen Bug-Triage-Meetings, dass auch die sozusagen public sind. Sprich, wer sich einwählen möchte, hat natürlich die Chance, sozusagen sich bei den entsprechenden Skype- oder Zoom-Telcos einzuwählen und dann mitzudiskutieren, weil der Bug sozusagen wichtig ist, weil ihm am Herzen liegt. Wir gucken immer, wir stellen fest, dass im Gegensatz zu einem Produktansatz, wie wir ihn, glaube ich, vorhin auf den Folien gefordert bekommen haben, dass die Roadmap bei uns eher projektgetrieben ist. Projektgetrieben soll heißen, wir als DLR sind natürlich einer der größten Beitragenden. Wir können uns auch nicht sozusagen das Geld backen, das Funding backen. Das heißt, auch wir müssen Forschungsprojekte machen, Förderprojekte, Industrieprojekte mit Sumo, um Geld zu verdienen. Und das sind für uns diese Feature, die aus unseren Projekten kommen, die natürlich sozusagen die Erweiterungen für Sumo bestimmen, die wir im nächsten Schritt, im nächsten Release bauen können. Auch wir haben sozusagen zwar den Enthusiasmus, aber wir haben auch nicht das Funding einfach so, um zu sagen, das ist die Roadmap und egal welche Projekte wir haben, das und das bauen wir jetzt. Ein wichtiger Punkt ist auch, dass wir natürlich Sumo selber nutzen. Wenn man seine gebauten Werkzeuge nicht selber nutzt, merkt man auch nicht, was daran schlecht ist und was daran besser sein könnte. Also dieses Thema Eat Your Own Dog Food ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiges, um die Qualität zu erhöhen. Wir haben auch sowas wie Code First, wo wir sagen, die Idee ist immer, lieber weniger Meetings, lieber erstmal Code zeigen. Statt riesige Architekturdebatten führen, lieber erstmal in Code zeigen, was es tatsächlich bedeuten würde. Wir haben auch den Punkt, dass bei uns wahrscheinlich eher der Ansatz ist, Leute zu versuchen, überhaupt erstmal den ersten Schritt zu machen.
Es gibt viele, die trauen sich nicht. Es gibt viele, die haben Sorgen, dass sie irgendwie, wenn sie was committed haben, dass sie vielleicht mit einem schlechten Commit gesehen werden. Also es gibt eine große Hürde, sozusagen den ersten Beitrag zu machen. Deswegen haben wir versucht, die Hürde eher niedrig zu setzen und sagen eher, versuch erstmal irgendwas zu tun, wir können es im nächsten Schritt fixen, aber versuch erstmal sozusagen die Zuversicht zu gewinnen, dass du für das Projekt etwas beitragen kannst, weil es ist so schwierig, Committer zu gewinnen und sozusagen schrittweise auch neue Committer zu gewinnen. Ja, deswegen versuchen wir sozusagen die Komplexität aus dem Entwicklungsprozess eher klein zu machen, damit sozusagen die Einstiegshürde möglichst gering ist. Deswegen arbeiten bei uns die Committer, die Committer sind, arbeiten direkt auf dem Main Branch und alle, die noch nicht Committer sind, die machen sozusagen Pull-Requests, damit es einen klaren Strang gibt, wo für alle leicht kommunizierbar ist, was ist der aktuelle Stand, was ist aktuell drin. Also ein bisschen sozusagen versucht hier die Motivation zu geben, Komplexität rauszunehmen, um die Hürde für den Einstieg zu senken. Das ist so ein bisschen der Appell an der Stelle. Ja, und wenn man jetzt sozusagen guckt, wir haben sozusagen angefangen, 2001, da sahen die Logos noch entsprechend aus, haben wir angefangen damals, ich weiß nicht, wer sich noch an SourceForge erinnert, damals so die Schmiede für Open-Source-Projekte, wir haben mit Subversion angefangen, die ganzen Sachen da zu hosten, wir hatten GPL als License an festgestellt, naja, damit kann man schon Open Source machen, aber ist vielleicht wirklich mehr ein bisschen, wie auch Mirko sagte, wir legen es irgendwo hin, wir arbeiten hauptsächlich drauf und Leute haben es benutzt, aber Contributions gab es eigentlich kaum. Eigentlich nicht. Dann dauerte es eine ganze Weile, bis wir verstanden haben, was wir eigentlich falsch gemacht haben. Und haben dann sozusagen gewechselt. Wir haben dann festgestellt, wir müssen dafür sorgen, dass das Spielfeld ausgeglichener wird. Wenn sozusagen eine Firma, in dem Fall das DLR, sozusagen den kompletten Code kontrolliert, dann verhindert das die Bereitschaft von anderen, dazu beizutragen. Das ist genau das, was Mirko sagte. Und deswegen sind wir jetzt zwar nicht zur Linux Foundation, wir sind zur Eclipse Foundation gegangen 2019 und haben dort sozusagen das Projekt eigentlich übergeben, sodass Sumo jetzt nicht mehr dem DLR gehört, sondern Sumo ist jetzt ein Projekt einer gemeinnützigen Stiftung und das DLR ist nur noch ein Beitragender unter mehreren. Und damit sind auch klare Regelungen, so wie wir es gerade hörten, die Namen sind ein bisschen anders, aber ansonsten die Idee sozusagen, es gibt klare Governance-Leitlinien. Das ist sozusagen das, was dieses Foundation-Model bringt. Und in dem Augenblick, wo die Leute sehen, dass es sozusagen zum Gemeingut wird und dass nicht eine einzelne Person plötzlich den Stecker ziehen kann, dann wird es interessant. Dann fangen Leute plötzlich an, in der Lehre darauf zu setzen. Dann fangen Leute an, plötzlich sozusagen das in ihre eigenen Produkte einzubauen. Und dann haben wir sozusagen deutlich erlebt, dass dieses Ding wirklich, wirklich ein relevanter Punkt war. Ich sollte vielleicht sagen, ich sitze jetzt sozusagen für das DLR auch im Aufsichtsrat der Foundation, deswegen bin ich jetzt hier vielleicht nicht ganz neutral, aber ich denke, dieses Foundation-Modell für Open Source, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges. Aber es braucht eine gewisse Reife für das Projekt, um sozusagen dahin zu kommen. Wenn man da jetzt guckt, findet man sozusagen uns jetzt sozusagen als Eclipse-Projekt. Und ich glaube, wenn ich jetzt sozusagen dieses Ökosystem angucke, ich glaube, wir haben drei, ich habe es mal Cornerstones genannt, weil ich nicht genau wusste, wie ich das gut auf Deutsch übersetze, also drei wesentliche Pfeiler, die eigentlich unser Ökosystem und dessen Entwicklung bestimmen. Und das eine ist, links unten sieht man, es sind die Geschäftsmodelle, die müssen da sein, die müssen gangbar sein. Aber das alleine reicht nicht. Ich brauche sozusagen wirklich Produzenten, Konsumenten und wenn ich die nicht entsprechend vorfinde, wenn ich die nicht bauen kann, dann kann ich damit auch nichts anfangen. Und die wiederum finden sich aber auch erst, wenn ich sozusagen ein ebenes Spielfeld habe, wo jeder mitspielen kann. Also das Level Playing Field. Und die EPL ist jetzt als Lizenz für uns eine gute Idee gewesen, weil sie sozusagen für uns als sehr, ich sag mal mit einem, also sie bietet für uns sozusagen viele Vorteile, um industrielle Nutzung leicht möglich zu machen. Lizenzen kann man auch, glaube ich, tot debattieren. Dafür ist, glaube ich, hier nicht der Raum. Deswegen würde ich es an der Stelle erstmal stehen lassen und sagen, ich glaube, die drei Punkte, die muss man klar haben. Da muss man gucken, wie kann das funktionieren.
Wir haben auch versucht, sozusagen in den Begrifflichkeiten von Mirko eine Foundation zu gründen. Bei Eclipse heißen die Interest Groups. So, das heißt, die Idee sozusagen, es gibt eine Art Gemeinschaft, eine Art Gruppe von Produzenten und Konsumenten, also größeren Firmen, die tatsächlich ein strategisches Interesse an dieser Software haben. Und zwar so strategisch, dass sie auch gemeinsam Geld in einen Topf packen, um Entwicklungen zu finanzieren. Und wir haben das versucht, oder ich habe das versucht, viele Jahre lang sozusagen Leute dafür zu begeistern. Und es haben auch viele sozusagen mitgemacht, auch von den größeren Firmen. Aber ich kann als Erfahrung ja auch mitgeben, die Beschaffungsabteilung von größeren Firmen, die Beschaffung im öffentlichen Dienst, in der öffentlichen Verwaltung, sind auf eine Kofinanzierung von Entwicklungen noch nicht vorbereitet. Insbesondere, wenn ich sage, jeder von uns packt 100.000 Euro in den Topf und die Gemeinschaft entscheidet meritokratisch oder nach E-Government oder nach Governance-Prinzipien, entscheiden sie, wie diese Feature später oder welche Feature überhaupt dafür entwickelt werden. Das ist für Beschaffungsabteilungen unglaublich schwierig, weil sie überhaupt noch nicht genau sagen können, was kriegen sie denn dann? Also dieses gemeinschaftliche Geld in einen Topf packen, das ist, glaube ich, noch, würde ich jetzt sozusagen, also da gibt es auch sozusagen andere erfolgreiche Gruppen, die das sozusagen gut machen. Aber da habe ich das Gefühl, in der Breite ist das noch ein Ding, was noch nicht gelöst ist, was wir aber brauchen. So, zu der letzten Folie, dann habt ihr es gleich geschafft. Ich glaube, die Fragen, die uns umtreiben und die uns auch mit Open Source speziell umtreiben, ist natürlich, dass wir mit Open Source versuchen, die Leute irgendwie motiviert und interessiert an den Themen zu halten. Und dass es heute Entwickler sind so knapp und die sind so schnell weg. Und das ist gerade, wenn man Software hat, die 20 Jahre alt ist und vielleicht mit C++ programmiert ist, statt mit Rust oder Python, das ist wirklich, wirklich schwierig, da neue Leute zu erfinden, für sie sozusagen so einen guten Start zu finden, unglaublich schwierig. Deswegen brauchen wir sozusagen einen größeren Rahmen, der das sozusagen auffängt. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, dass für die Leute aus unserer Gruppe, die an Open Source arbeiten, das hochgradig attraktiv und wirklich wunderbar ist, weil sie Resonanz haben. Sie treffen die Leute, die ihren Code verwenden auf den Konferenzen. Das gibt so eine Sichtbarkeit für die eigene Arbeit. Das ist selten, dass man das sonst in anderen Sachen trifft. Man ist sonst, ich sag mal, ein seelenloser Softwareentwickler in einem großen Konzern. Aber hier ist sozusagen ganz klar und im GitHub Repository, in seinem GitHub Profile ist auch über die nächsten Jahre immer noch sichtbar, welche Contributions man gemacht hat. Also dass man zukünftig noch sozusagen, GitHub wird sozusagen das Facebook für die Entwickler. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und das ist für uns, für unsere Leute, glaube ich, echt ein entscheidender Punkt. Wir hatten es auch schon kurz. Gleichzeitig gibt es eine hohe Erwartungshaltung an Open Source, was Open Source leisten soll, was die Maintainer leisten sollen. Das kann zu Burnout führen. Das führt auf jeden Fall dazu, dass ich glaube, dass die Leute aus meiner Gruppe da, die arbeiten auch außerhalb ihrer Arbeitszeit an Sumo, weil das für sie so ein Herzensding ist. Und das führt dazu, dass wir ganz doll aufpassen müssen, dass die seltenen Ressourcen da nicht überlastet werden. Ja, und ich glaube, es suchen alle noch danach, wie man ein gutes Geschäftsmodell für die Finanzierung findet. Soweit. Dankeschön. Ja, ganz lieben Dank. Sehr, sehr interessant. Ja, gerne. Auch wenn natürlich noch Fragen offen bleiben, ne? Und die werden wir dann hoffentlich hier zusammen finden. Was gibt's für Fragen? Ja, Manuela Urban vom Open Source Projekt Sovereign Cloud Stack. Ihr werdet ja aber an Sumo trotzdem, ich will mal das, was du zum Schluss gesagt hast mit den Features, ihr werdet ja an Sumo auch als DLR, zumindest in der Anfangszeit, aber jetzt bestimmt auch immer noch, ganz konkrete Feature-Erwartungen haben. Wie habt ihr sichergestellt, dass die denn entwickelt werden? Einfach mit der institutionellen Förderung, die ihr über das DLR bekommt oder extra Projekten, die ihr dafür eingeworben habt? Also
die Sache läuft ja andersrum. Das habe ich vorhin versucht zu sagen. Wir stehen nicht am 1. Januar auf und sagen, wir hätten gerne folgendes Feature in Sumo und wie kriegen wir jetzt dafür Förderung? Tatsächlich hätte, glaube ich, der Strategieprozess hätte das gerne so. Und natürlich würde ich nach oben immer sagen, dass das auch so ist. Praktisch würde ich eher sagen, es kommen Projekte. Was heißt ich? Es kommt plötzlich sowas wie eine Fußball-Europameisterschaft und da kommt das Stadion Düsseldorf und sagt, kann ich nicht mit Sumo vielleicht auch Fußgänger simulieren, um mal zu gucken, wie sozusagen die ganzen Fußgänger und die Besuchenden zum Stadion kommen. Und dann setzen wir uns hin und überlegen, wäre eigentlich ein cooles Projekt, aber da fehlt eigentlich noch Feature 1, 2, 3, 4. So, und dann sagen wir, die Entwicklung dieser Feature wird bestimmt 4, 5, 6 Monate dauern. Und dann machen wir sozusagen ein Projekt draus und machen das. So, und als Folge davon haben wir jetzt sehr gute Fußgängermodelle in Sumo, die Großveranstaltungen abbilden können. Also es läuft eher projektgetrieben. Nach 20 Jahren hat man sozusagen die Dinge, die man unbedingt drin haben muss, die sind drin. Und alles andere ist jetzt mehr so, in welche Spezialrichtungen guckt man jetzt noch rein? Vielleicht so. Ja, also klar, ich habe jetzt nicht so Wasserfallplanung featuremäßig gedacht, also dass das projektbezogen ist und eben neue Anforderungen reinkommen. Aber die Ressourcen, um es dann zu machen, um das als Projekt aufzusetzen, wo kommen die denn her? Dass dann eben die Entwickler sagen, okay, jetzt machen wir eben das für Olympia. Jetzt habe ich die Frage verstanden. Also sozusagen wahrscheinlich enttäuschend, aber es gibt keine dezidierte Förderung für das Sumo-Projekt oder für die Behebung technischer Schulden oder für Maintenance. Gibt es nicht. Wir müssen uns das alles aus unserer Forschungsfinanzierung rausschälen. Das ist alles sozusagen Teil der Aufwände. Und kein Projekt zahlt für technische Schulden beheben. Alle Projekte zahlen für neue Features. Aber für technische Schulden, für eine schöne neue grafische Oberfläche, dafür zahlt niemand. Also ja, das ist... Habe ich befürchtet. Danke. Also. Ja, vielen Dank für diesen faszinierenden Vortrag. Ich hatte kurz bei dieser Einblendung die Frage, wo sind eigentlich die ganzen Radfahrer, die über die Gehwege und über die roten Ampeln fahren? Das ist ja auch eine Sache, die man simulieren muss. Das kenne ich aus Berlin nicht anders. Nein, eine ernsthafte Frage. Ihr Coding First ist mir persönlich sehr sympathisch. Ich mache seit 20 Jahren Coding First und dann wird mir gesagt, das ist aber nicht professionell, denn es fällt hinunter, fällt Dokumentation, Testen und den Code irgendwie aufräumen nach neuesten Standards. Also wie verhalten Sie sich im Spannungsfeld zwischen in diesem Sinne Professionalisierung und dem sehr sympathischen Schlagwort Coding First? Also das ist keine Schwarz-Weiß-Sache. Aber das, was ich sagen würde, ist, der Rahmen, wie Softwareentwicklung aktuell läuft, die Anforderungen an Qualität, die suggerieren einem täglich, ich müsste erstmal Dokumentation, Spezifikation, Architekturdiagramm, UML-Diagramm, Schnittstellendefinition. Also die Welt aus der Sicht eines Informatikers tickt ja eigentlich andersrum. Die tickt ja eigentlich so, dass sie sagt, ich müsste immer mit Spezifikation und Test anfangen. Hier ist der Versuch, eine Tendenz mitzugeben, dass man, wenn man die Chance sieht, eher nochmal zum Code schreibt, mit dem Codeschreiben beginnt. Also nur um zu sagen, es ist ja nicht so, dass die Leute alle ständig nur coden, sondern es ist bei uns eher so, dass wir alle ständig in Meetings hängen und wenn man mal sozusagen 2, 3 Stunden pro Woche coden kann, dann ist mal was gewonnen. Also eher so. Das ist der Versuch zu beschreiben, dass wir versuchen, ein Stück weit sozusagen mehr Wert für die Implementierung zu geben. Und sicher heißt es nicht Coden um des Codens willen. Also viel Code ist guter Code, sondern das Gegenteil ist ja bekanntermaßen der Fall. Jede Zeile Code, die nicht geschrieben wurde, ist eine gute Zeile Code oder die nicht geschrieben werden musste. Aber so war es auch, glaube ich, nicht gemeint. Nee, aber da kann ich auch sagen, also mein Co-Projektlead, also der Michael Berisch, der würde auf seine letzten 12 Jahre geguckt, würde er sagen, seine Codebilanz ist negativ. Hm. Also er hat in Summe mehr Zeilen weggenommen als Zeilen hinzugefügt. Insofern, also auf die letzten 12 Jahre. Da hinten gab es noch eine Frage. Ja, Lars Wartspiel, ich nochmal.
Ja, also die Bilder gezeigt hattest, ne, wie man ranzoomt auch mit bis auf die Personenebene, da denken ja viele wahrscheinlich direkt an SimCity oder für die Jüngeren City Skylines. Und bei City Skylines ist ja auch ein ganz populäres Spiel, wo man auch genau bis auf diese Personenebene runterkommt. Das sieht genau so spektakulär eigentlich aus. Und dort weiß man ja auch, dass auch Behörden beispielsweise die Stadt Stockholm oder das polnische Verkehrsmuseum, nicht Museum, sondern Ministerium, heißt natürlich auf Polnisch ein bisschen anders, dass die sich auch dieses Spiel genutzt haben, um eigene Analysen auf echte Infrastruktur zu fahren und daraus zu bauen. Lange Rede, kurzer Sinn, wenn man die Gaming-Industrie mitdenkt, seht ihr da Schnittstellen, wo man entweder über Datenmodelle gemeinsam reden kann und vielleicht auch eine Funding-Perspektive, wenn man voneinander profitieren kann? Also, ich hatte früher auf meinen Vortragsfolien tatsächlich als erstes immer eine SimCity-Folie drauf. Insofern ist uns die Nähe natürlich bewusst. Konkret würde ich sagen, aus wissenschaftlicher Sicht sind die Dinge natürlich nicht vergleichbar. Das muss ich sagen als Wissenschaftler, weil unsere Modelle für die Bewegung und für die Dynamik von Fahrzeugen ist natürlich Ergebnis tatsächlich jahrelanger Forschung und Validierung. Also wir haben ganz viel Sensorik benutzt, um die Modelle zu kalibrieren, um Emissionssachen, also Emissionsberechnung hinten ranzuhängen. Also es macht einen Unterschied, ob eine Simulation gut aussieht oder ob eine Simulation tatsächlich die Realität widerspiegelt. Und insofern haben wir eigentlich 25 Jahre jetzt versucht, die Fahrweise des Menschen irgendwie abzubilden. Das glaube ich bei den Spieleentwicklern nicht. So, natürlich bin ich sozusagen gerne offen und die können gerne Sumo benutzen und Sumo wird auch an verschiedenen Stellen benutzt, das weiß ich. Aber der Rückfluss von Funding aus dem Bereich ist tatsächlich sehr, sehr übersichtlich. Da war die Automobilindustrie bisher deutlich großzügiger. Bisher. Aber eine super Frage, vor allen Dingen, weil die Gamer machen ja immer Software, die auch sehr stabil ist, weil sie sonst nämlich am nächsten Tag nicht mehr besucht werden. Ich würde nur ganz kurz was ergänzen zu Code First. Das heißt ja nicht automatisch nicht testen. Also das ist vielleicht so ein Missverständnis, was oft im Raum steht. Eins der Standard-Features von GitLab ist, dass man die Test-Coverage misst und dass man eine Regel für die Merge-Requests konfigurieren kann, die sagt, ein Merge-Request, der die Test-Coverage reduziert, wird automatisch abgelehnt. Und das ist eine relativ beliebte Regel in Open-Source-Projekten, weil die halt natürlich auf die Stabilität von der Software und auch darauf, dass die Test-Suites funktionieren, riesen Wert legen. Und deswegen kombiniert man eigentlich Code First damit, dass man sagt, und schreibt bitte anständige Tests für deinen Code und idealerweise steigt die Test-Coverage mit einem Commit oder bleibt gleich, sie kann nicht schlechter werden. Also es ist kein Widerspruch, das wollte ich nur ergänzen. Mhm. Und es ist auch ein ziemlich erfolgreiches Modell. Alles klar, wunderbar. Ja, ich denke, dass wir uns jetzt erstmal ein bisschen Pause verdient haben. Danke erstmal bisher. Und ich freue mich auf die zwei Vorträge, die noch vor uns liegen und würde jetzt sagen, wir gehen auf einen Kaffee und treffen uns hier wieder um 16.15 Uhr. Ja? Dann bis später. Dankeschön. Wichtig wie die anderen, aber die Einrichtung, wo der Julian Schauder herkommt, das ist eine ganz besondere Einrichtung. Das ist nämlich eine Einrichtung, die im Namen das trägt, was das Motto unserer Konferenz ist. Das Zentrum für digitale Souveränität. Also das ist etwas, wo ganz viele in der Bundesregierung erstmal sagen, was sollte das denn sein? Machen die jetzt, lösen die jetzt alles und machen die jetzt uns souverän oder was soll da stattfinden? Und gleichzeitig muss man auch noch sagen, ist Ascendis eine Einrichtung, deren Geburt und wirklich Umsetzung keine leichte Sache war. Und auch immer noch in der Bundesregierung nicht jedem klar ist, wozu gibt es das?
Und da kann ich nur jedem empfehlen, sich anzuschauen, was dieses Zentrum macht und sich mal klarzumachen, was das für eine Bedeutung für uns hat und in Zukunft haben wird. Und jeder, der in Finanzierungsangelegenheiten mitreden darf und wer da irgendeine Stimme hat, den kann ich nur darum bitten, dafür zu sprechen, dass dieses Zentrum weiter ausgebaut wird und weiter finanziert wird. Das ist immer wieder so ein bisschen in Frage gestellt und ich kann nur sagen, es ist eine der wichtigsten Aktivitäten der Bundesregierung meiner Ansicht nach und muss gefördert werden. Und die dort stattfindenden Aktivitäten haben wirklich genau den Fokus, auch Open Source entsprechend zu fördern. Und deswegen freue ich mich, wenn Herr Schauder hier heute berichtet über den aktuellen Stand. Sie haben die Bühne. Vielen lieben Dank. Traumhaft. Die Kamera. Schön. Ja, danke für die netten Worte. Das Zentrum für digitale Souveränität. Ich möchte heute im Wesentlichen über Open Code sprechen. Das war so ein bisschen auch die Frage der Ladung. Ich spreche aber auch sehr gerne über viele Punkte, die das CENS allgemein angehen. Wir haben ja mehr Punkte als nur Open Code als solches. Und fahre einmal fort. Vielleicht ganz kurz zu mir, Julian Schauder. Ich bin der technische Produktmanager für Open Code. Anfangs war ich der Produktmanager, jetzt habe ich technisch davor geschrieben. Das erlaubt mir hässlichere Slides, finde ich immer ganz schön. Nein, wie die Juristen, ist immer schön, schwarzer Text auf weißem Grund ist ein Traum. Aber Spaß beiseite, mich interessieren die Fragen, welche Technologie setzen wir bei Open Code ein, was steckt da genau dahinter, das ist zum Beispiel eine Cloud-Native-Infrastruktur und welche Vorteile kann die Plattform für die Nutzenden auch eben technisch bieten. Ich komme gleich darauf, dass es mehr tut, als ein Hosted-Angebot zu sein, sondern es bietet eine Basisinfrastruktur. Ich glaube, das ist ein Begriff, den lasse ich heute noch ein paar Mal fallen. Ich habe angefangen, meine Karriere im Bereich Open Source allgemein, so sehr kernelnah möchte ich immer sagen, Postgres, Linux und dergleichen. Bin dann in die Open Source Programme gewechselt. Das ist bei der Gesellschaft für Informatik sicherlich verfänglich. OSS Programme sind alles außer Software. Wir reden von Open Source Program Offices, ist da heute so der gängige Begriff zu. Sprich, welche Prozesse und Richtlinien und Ähnliches brauche ich denn, um Open Source zu nutzen? Oder nicht zu nutzen, auch zu kontribuieren, zu schaffen und so weiter. Und genau das ist einer der Kernaufgabenfelder des CENS. Denn es geht uns eben um die Frage, wie wir die digitale Souveränität stärken können. Und einer dieser Punkte ist eben, dass wir kollaborieren müssen miteinander, also auf kommunaler Ebene, auf Länderebene oder welche auch immer. Und müssen uns die Frage stellen, wie wir dieses Open Source für uns gangbar machen können. So, ich möchte heute über Open Code sprechen. Open Code ist, ich wurde eben schon kurz gefragt, was ist das? GitLab. Grob zusammengefasst, plus alles, was dafür notwendig ist. Und wir betrachten uns als Basisinfrastruktur eben für die Softwareentwicklung in der öffentlichen Verwaltung, sofern diese denn Open Source sein kann. Ich sage GitLab, das ist das eine. Es ist natürlich inklusive Runner-Kapazitäten, inklusive noch und nöcher Platz für Artefakte, inklusive einem sehr hochgehaltenen Datenschutz bis so weit, dass man anonym beitreten kann. Wir haben Regelwerke nochmal zum Open Source, die etwas weitergehen, aufbauend auf der OSI. Wir haben rechtliche Memos, Gutachten, wenn es mal so weit kommt. Zur Frage, ist Open Source in der öffentlichen Verwaltung überhaupt erlaubt? Das sind schöne Fragen, das ist ein Wahnsinn. Deshalb sage ich, es ist so viel mehr als ein GitLab. Aber ja, technisch, so der Ort ist erstmal, das Herz des Ganzen ist natürlich ein GitLab. Wir haben um die 5000 Nutzer, 1500 Repositories und um die 500, ich glaube mittlerweile 600 Gruppen. Muss man alles ein bisschen sortieren. Nutzer heißt erstmal jeder. Jedermann darf teilnehmen. Man muss nicht aus der ÖV sein. Die Plattform steht jedermann offen, aber die Projekte müssen von der ÖV kommen. Das ist so ein bisschen einfach die harte Linie, die wir hier fahren. Das heißt, wir sind eine Plattform für die Verwaltung, aber jeder darf einsehen, mitmachen, kontribuieren, sofern das die Regeln denn hergeben.
Genau, 1500 Repositories, nicht alle davon public. Wir haben da so eine gewisse Duldung von privaten Repositories, muss man auch mal dazu sagen. Aber ich glaube, sonst schon ganz stattlich für den Vermerk, dass wir erst ungefähr 2 Jahre überhaupt online sind. So, als weiter. So, das ist OpenCode. Kurz zu Zendes. Unser Ziel ist, steckt im Namen, die digitale Souveränität. Ich lasse mich jetzt mal nicht herleiten, die digitale Souveränität zu definieren. Das ist ein traumhaftes. Es wurde definiert, das hat der IT-Planungsrat mal gemacht, und darin geht es um Selbstbestimmung, Sicherheit und Wechselfähigkeit. Und um diese Dinge umsetzen zu können, ist Open Source ein super Werkzeug. Und deshalb fokussieren wir momentan in vielen Bereichen Open Source. Und um es ein bisschen verstehen zu können, wir kommen ursprünglich aus dem OZG-Kontext, ganz, ganz ursprünglich. Also wir sind, ich muss vielleicht einen Schritt zurück, das Zendes ist die direkte Tochter des Bundesministeriums des Innern und für Heimat. Wir sind eine Bund-Länder GmbH, momentan in voller Hand des BMI, perspektivisch eben auch mit vielen oder allen Ländern mit dabei. Ne? Ich sag mal, wenn Bayern mit dabei ist, haben wir es geschafft. Und wie gesagt, uns geht es, wir haben den Auftrag zur digitalen Souveränität, diese zu schaffen. Dazu haben wir verschiedene Werkzeuge an der Hand. Und der Kernpunkt, den wir eben vorantreiben, ist Open Source. Wir sollen verstanden werden als Bindeglied zwischen dem öffentlichen Sektor und dem Open Source Ökosystem. Was ich daran immer sehr deutlich sagen muss, es gibt 2 Ausprägungen davon. Das eine ist das Open Source Ökosystem, was schon existiert. Da kann ich später mal im Rahmen von OpenDesk vielleicht was zu sagen. Das ist unsere Alternative zu 365, wo wir natürlich Open-Source-Hersteller haben. Es gab verschiedene Lösungen im File-Sharing-Bereich, im E-Mail-Bereich und sonstigen, die natürlich schon längst am Markt sind. Und da hat Zendes die Rolle inne, die Wünsche, die Anforderungen, die an so eine Software gestellt werden, Professionalisierung könnte man fast sagen, das Ganze zu einem kohärenten, sollte man. Also die Anforderungen, die man an den professionellen Betrieb stellt, diese zu bündeln, eben vom gesamten Public-Sektor, um auch Richtung der Hersteller eine kohärente Meinung zu vertreten. Weil ansonsten müsste eben jeder Einzelne, jede Kommune für sich die Features, die sie gerade brauchen, in dieses Ökosystem hineinbringen. Das ist schwierig und somit machen wir es ein bisschen anders. Wir bieten es an und dadurch finanzieren wir die Weiterentwicklung zentral gesteuert vom öffentlichen Sektor selbst. Die 2. Ausprägungsstufe ist das Open-Source-Ökosystem, das wir ja selber sind. Die öffentliche Verwaltung, wir haben es, glaube ich, vorhin einmal gehört, die neigt dazu, keine Produkte zu haben, also nicht im herkömmlichen Sinne. Wir haben Software, wir haben Anforderungen, die müssen wir umsetzen. Und fast alles neigt dazu, Open-Source werden zu können. Ob das für die Bundeswehr immer voll zutrifft, das lasse ich mal im Raum stehen, aber für so gängige Arbeitsplatzsoftware für Fragen eben aus dem OZG-Kontext kommend, haben wir eigentlich keine Produkte, die nicht einer kollaborativen Schaffung dienlich wären. Und deshalb sind wir auch immer unter dem Kontext Public Money, Public Code anzusehen. So. Und es grenzt an Polemik, aber ihr kennt vielleicht das Wimmelbild alle. Was möchte es sagen? Es möchte sagen, das ist ja alles so viel und so kompliziert. Ich lade alle mal ein Auto zu bauen, das ist nicht weniger kompliziert. Aber es ist natürlich so, dass die Verwaltung eines Landes hinreichend schwierig ist. Und es gibt viele, viele Akteure. Und das Problem ist nicht, dass ich 80 Millionen Menschen lenken und walten möchte. Die Herausforderung ist, die Barrieren aufzubrechen. Das ist eigentlich die Herausforderung, die wir haben. Und im Unternehmenskontext würde man das ganz einfach angehen. Ich habe hier mal ein schönes Zitat stehen. Ich weiß nicht, wem das bekannt ist. Ich habe es ein bisschen abgewandelt, damit es nicht sofort hergibt, wo es herkommt. Das ist Inner Source. Das ist so der Leitsatz von Inner Source, der sagt, das ist, was wir in Unternehmen machen möchten. Und genau das für den öffentlichen Sektor ist eigentlich unser Ziel mit Open Source. Es geht sich nur in Teilen natürlich darum, etwas nach außen zu geben und Business Cases zu ermöglichen. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, das Erste und Wichtigste ist, dass wir eine Inner Source Plattform haben, ne, zum Austausch, zur Kollaboration.
Das Problem ist, Inner Source ist für ein Unternehmen dieser Größenordnung nicht das richtige Werkzeug. Dieselben Herausforderungen, die sich da stellen, hat Open Source längst adressiert. Und deshalb stelle ich immer gerne eine steile These auf. Wir nutzen Open Source, um die Ziele des klassischen Inner Source eigentlich anzugehen in der öffentlichen Verwaltung, weil das, was man Inner Source nennt, für die gesamte öffentliche Verwaltung so nicht stemmbar wäre. Ich könnte Inner Source in einem Ministerium machen. In allen wird es schon schwierig, sehr schwierig. Ich glaube, eines ist schon schwierig. Und dann nehme ich die Länder dazu, die Kommunen, die Gemeinden, das wird nichts. So, deshalb große These, wir machen, ein großer Teil von Open Source muss heißen, auch die Ziele von Inner Source zu adressieren. Und unsere Vision an dieser Stelle ist, eine Plattform zu schaffen, die die gesamte Lieferkette, Software-Lieferkette der öffentlichen Verwaltung so gut es geht, so unterstützt, am besten von Anfang bis Ende. Wenn ich Lieferkette sage, dann muss ich aber auch beim Anforderungsmanagement anfangen. Und das ist etwas, was wir früh gelernt haben. Open Code, wem es vielleicht nicht ganz geläufig ist, das ist ursprünglich mal auch von der Open Source Business Alliance noch als ein Ort für öffentlichen Code betitelt worden. Etwas, was man haben müsste, auch gerade für Codeablage. Damit haben wir gestartet. Und das Erste, was wir gelernt haben, ist, ja, das braucht der Staat nur gerade im Teil. Die nutzen die Plattform hauptsächlich auch, um Anforderungsmanagement zu machen. Man nutzt es, um überhaupt zu kollaborieren, um PDFs auszutauschen. Wir haben Videos bei uns liegen. Wir haben so viele Dinge, die erstmal keine klassische Softwareentwicklung sind, weil wir einfach diesen Raum erstmal aufbrechen können. Wir haben eine Plattform, die für jeden offen ist. Das muss man erstmal haben. Das muss man auch erstmal, auch vor dem Hintergrund, die kostenlosen Angebote, die man von anderen Herstellern nehmen kann, die existieren, die sind noch nicht ganz einfach zu nehmen. Das ist immer mit sehr viel Geschmack. Ich sage immer, das ist so ein bisschen wie der Twitter-Handle in der Tagesschau. Kann man machen, finde ich schwierig. Und so oder so, Open Code hat diese Probleme nicht und wir haben gelernt, es kommen Projekte zu uns, auch um einfach zu konsentieren. So einfach ist es manchmal. Und deshalb, wo ist der Zeiger? Zeigen kann ich nicht. Und deshalb fängt unsere Lieferkette eben auch bei der Schaffung von Anforderungen an, dem Klären an. Wir haben ein Forum haben wir dabei, wir haben GitLab Issues dabei und wir belehren auch sukzessive, wie das prozessual funktionieren kann. Und dann kommt erst der Schritt der Softwareentwicklung. Und da ist natürlich so, wir versuchen immer mehr zu zeigen, welche Projekte es gibt. Denn nicht jedes Projekt hat 20 Jahre Zeit. Ich schaue gerade zu Sumo. Wir haben ein OZG, das sagt, jetzt brauchen wir verschiedenste Lebenslagen digital umgesetzt. Und also brauchen wir einen Ort, wo diese Entwicklung auch einfach visuell da sein kann. Ich muss es sehen. Ich muss sehen, was gibt es denn? Wo könnte ich denn mitmachen? Und das ist Open Code. Das ist auch die Entwicklung, die wir haben. Wie gesagt, ein Raum, der für alles da ist, der die Risiken noch einmal mindert. Wenn ich sage, Open Code hat auch ganz viel Policy-Werk. Wir sind an der OSD angehangen. Also wir haben die Open Source-Definition, so wie sie aus Amerika kommt. Sagen aber gleichzeitig, und das hier sind noch 500 weitere Lizenzen, die wir darauf juristisch geprüft haben. Auf stimmt, stimmt nicht. Warum machen wir das? Weil es sonst fürchterliches Drama ist, in Eigenregie zu definieren, ist das Open Source oder nicht. Und deshalb haben wir gesagt, sind die denn, also die OSD natürlich, die, da sind wir schon irgendwie, waren wir schon alle einer Meinung, die OSD auch gesagt hat. Und danach haben wir gesagt, okay, welche gibt es denn dazu? Denn Open Source und Lizenzen, das Schwierige wird es halt beim Artefakt. Der Source Code ist meistens einfach, das Artefakt ist schwierig. Da kommen dann auch alte Lizenzen, deshalb haben wir, ich glaube, 600 gerade auf der Liste, damit man es einfach zu einer sogenannten Checkbox-Exercise machen kann. Wir haben auch Papiere stehen, die die Frage zur Vereinbarkeit von Open Source mit dem Haushaltsrecht klärt. Paragraph 63 BAO, ich glaube, Absatz 2 müsste es sein, der Staat darf nicht verschenken. Ja, ist das verschenken? Schwierig. Aus unserer Sicht nein. Wir haben Memo, steht da, rechtlich ist so Open Source, steht explizit drin. Ja gut, also teleologisch macht das alles keinen Sinn. Den Wortlaut würden wir gerne mal klarstellen. Und so gibt es auch viele andere Sachen. Es gibt viele Fragen Richtung Wettbewerbsrecht zum Beispiel, die wir Anführungszeichen mittlerweile besser wissen. Es gibt Fragen Richtung Export, die natürlich schnell mal delikat werden. Und das ist etwas, wo wir sukzessive Sicherheit schaffen möchten in Open Code, durch klare Stellungnahmen, durch auch juristisch nachwertbare Papiere, um das Thema einfach mal abzumoderieren. Und das Dritte, das ist, was die meisten unter Lieferkette verstehen, das ist tatsächlich dann die Auslieferung des Ganzen. Auch Open Code, und das ist im Kontext der digitalen Souveränität ein bisschen leichter zu verstehen. Die
typische Software-Lieferketten, die wir gerade haben. Ich werfe einfach mal dieses Container-Ökosystem hinein. Die laufen schnell mal über kostenlose Angebote von Privatwirtschaftlern. Früher hatten wir sowas wie Debian. Das ist das eine. Das ist dezentral, das ist verschiedenst gehostet. Aus Souveränitätsaspekten wenig problematisch. Mit Docker Hub muss man möglicherweise anders umgehen. Und so ist es, dass wir uns explizit auch immer weiter im Kontext der Distribution auch von Containern positionieren, um auch vielleicht Akteuren wie einem BSI etwas mehr Zugriff auf die Lieferkette zu geben. Nicht zum Eingriff, sondern einfach um zu sehen, was haben wir denn im Einsatz? Oder wo müsste man denn mal gehärtete Base-Images anbieten? Also das als klaren Vermerk, das zur Delivery. Das ist auch kein interner, das steht bei uns auf der Startseite. Da haben wir unten im Bereich zur Publikation und gerade Work in Progress ist die Frage, wie wir die Software-Lieferkette, den Software-Development-Lifecycle, haben wir es da genannt, gerade im Bereich Distribution stärken wollen. Und einmal zusammengefasst, stärkere, auch mit Compliance-Werkzeugen unterstützte Distribution von Artefakten, insbesondere Artefakte im Container-Kontext, denn wie gesagt, wir haben eine große Cloud-Strategie im Land. Wenn dann einmal die großen Registries ausfallen, dann haben wir zwar noch Caches, aber die Lieferkette ist trotzdem hin. Den Satz habe ich mir gerade vorgegriffen. Also genau, da steht es nochmal anders. Auf Open Core oder allgemein im Zendesk laden wir auch gerne zur Kollaboration ein. Wir haben verschiedene Community-Formate. Wir versuchen ja selber auch besser zu werden. Wir haben ja noch die Weisheit nicht mehr Löffel gefressen. Uns geht es darum zu wissen, was brauchen unsere Nutzer, was braucht die öffentliche Verwaltung, um zu kollaborieren, was für andere Werkzeuge brauchen sie. Deshalb von vorneweg, 25.09. kommt noch. Wir haben, glaube ich, morgen, wir haben Formate zum öffentlichen Austausch, wir haben Mailinglisten, um sich zu beteiligen. Und wie gesagt, langfristig geht es uns um die Schaffung einer Infrastruktur zur Digitalisierung für die öffentliche Verwaltung, eben um das nutzen zu können. Und damit komme ich auch schon zum Schluss. Die Plattform ist da, die Plattform steht. Wie gesagt, die Plattform wächst und gedeiht. 5.000 Nutzer sind es schon. Wir wachsen übrigens, logarithmisch ist es noch nicht, aber die Wachstumsrate steigt. Das ist per Definition erstmal logarithmisch, aber die Kurve sieht noch nicht so aus. Das Ganze passt und wir sind jetzt, wie gesagt, in der Ausbauphase. Was braucht die Plattform? Was ist wichtig? Was ist technisch notwendig oder hilfreich für die Schaffung von Projekten? Und vielleicht noch einen Satz zum Schluss. Wenn man Public Money, Public Code sagt, dann heißt das ganz schnell, dass auch die Business Cases der Unternehmen da sehr in Mitleidenschaft gezogen werden. Man muss überlegen, wie das Ganze aussehen kann, wie es aussehen soll. Deshalb ist auch dieser Teil der Lieferkette zum einen natürlich auch Selbstschutz. Wir sehen, dass eine Software, die ich von jetzt auf gleich als Open Source einfordere, da habe ich ganz andere Dienstleisterbeziehungen auf einmal. Und so eine klassische Lieferkette, wo der Dienstleister es mir trotzdem noch baut, wo ich jetzt Code rübergeschmissen kriege, aber weder Issues noch Kommentare noch Build-Pipeline in der Öffentlichkeit, im offenen Anführungszeichen stattfinden, ist auch nur ein halber Teil. Und uns geht es ja sukzessive darum, da etwas mehr Klarheit reinzubringen. Wie kann auch die Beziehung dann zum Dienstleister aussehen, dass das nachhaltig funktionieren kann und im einfachsten Fall, und das forcieren wir so zunehmend, auch einfach mehr Teile der Entwicklung in die Öffentlichkeit zu pushen, denn ein Open-Source-Projekt, dessen Issues ist, die ich nicht sehe, dessen Diskussion ich nicht nachvollziehen kann, dass ich niemals bauen kann, das bringt mir wenig. Dankeschön. Ja, super. Ganz vielen Dank. Ja, waren bestimmt aus dem Publikum auch noch wieder Fragen. Ach so, jetzt musst du ein anderes Mikro nehmen. Ja. Nehmen wir den Chat eigentlich noch mit? Gab es aus dem Chat was? Nee, ne? Ja, nur von uns Nachrichten. Harald. Ja, ich glaube, was ganz gut wäre, da wird ja der auf Open Code finden ja die entsprechenden Softwareveröffentlichungen statt. Was für viele ja wichtig ist, dann auch noch der Betrieb, dass da noch zusätzliche Informationen dann da sind zum Betrieb der bereitgestellten Software. Ich glaube, da gerade das Dilemma, was gerade angesprochen wurde, dass jemand, der tolle Software entwickelt, das for free hinstellt, möglicherweise
nimmt sich ein anderer runter und macht verkauft das Ganze mit einem kleinen Änderung oder whatever, dass man da vielleicht noch für die Leute, die dann auch Betriebsangebote machen, das ist ja noch die Ergänzung, um entsprechend zu Geld zu kommen, dass das vielleicht noch mit aufgenommen wird. Nur so ein Gedanke, der mir gerade zum Schluss dadurch den Kopf gegangen war. Also genau diese Idee, die wir vorhin, glaube ich, schon mal hatten, dass der Dienstleister sozusagen selber auf der Plattform vertreten sein könnte für die Instanzierung des Ganzen, die ja. Ja. Denn die Software allein ist ja für viele wertlos. Ich brauche ja insgesamt die Software und den Betrieb der Software und das muss stabil sein und das wird zumindest ein Gedanke. Es ist ein schöner Schwerpunkt. Es ist tatsächlich vom Policy-Werk her bei uns möglich. Mhm. Das pointieren wir so noch nicht. Insofern, okay. Ich nehme das gerne mit, ja. Das klingt gut. Das als Anrede. Ja, vielen Dank für diesen Vortrag und für diese erstaunlichen Einsichten. Zwei Fragen drängen sich mir als Laien eigentlich, der sich damit überhaupt nicht auskennt, sofort auf. Sie haben von den fast 600 Lizenzen gesprochen, die Sie analysiert haben, oder sind es auch noch 500, die Sie analysiert haben, kategorisiert haben. Ad 1. In Deutschland ist ja eine Sache erst dann entschieden, wenn es ein höchstrichterliches Urteil gibt. Das heißt, das kann sich ja jederzeit mit jeder Klage, mit jedem Verfahren, kann sich ja die Sachlage dann auch wieder ändern. Wie gehen Sie mit dieser eigentlich doch, in den meisten Fällen ist wahrscheinlich noch nie eine richtige Klärung erfolgt, was diese Lizenzen angeht. Wie gehen Sie mit diesem eigentlich doch dynamischen Prozess um? Und die zweite Frage, die sich mir als Bürger Europas aufdrängt, was ist eigentlich die europäische Perspektive? Denn diese Fragen sind ja nicht national begrenzt, sondern die spielen sich ja im internationalen oder ganz konkret eben auch im europäischen Raum ab. Ja, danke Traumhaft. Beides valide Punkte. Das eine ist, deshalb laufen die Lizenzen bei uns durch die juristische Prüfung. Wir stellen ja nicht die Frage zum Use Case, ist das so, wie man das gerade macht, mit dem Grenzgang, wie man manchmal Lizenzen auslegt, ist das noch rechtens? Das ist ja meistens die Frage, die dahinter steht. Sondern wir stellen die Frage, sind die Rechte, die man, um eine Open Source Lizenz zu sein, eben nach der Open Source Definition, sind die in dieser Lizenz vertreten? Und wenn unser Jurist zu der Einschätzung kommt, nein, die sind da oder die sind zumindest so klar da, es gibt historische Lizenzen, da muss man ein bisschen auf den Kontext achten, dann klassifizieren wir das als Open Source. Damit ist der gesamte Fall noch nicht legal. Aber wer die Frage stellen möchte, ist das Open Source? Also es ist ja auch gerade Unterstützung für den Dienstleister. Ich möchte etwas veröffentlichen, welche Lizenz darf ich denn nehmen? Und gerade mit den Dependencies dahinter, ne, Riesenrattenschwanz, den können wir jetzt abhaken und sagen, das ist Open Source. Ob die gesamte Compliance der Sache damit erledigt ist, das ist ein völlig anderes. Damit können wir nicht umgehen. Womit wir nicht rechnen, ist, dass irgendein Gericht irgendwann mal auf die Idee kommt, zu sagen, diese Lizenzen sind im europäischen Raum grundsätzlich nicht gültig. Davon gehen wir nicht aus. Aber klar, wer würde sowas kommen, müssten wir das reflektieren. Das ist richtig. Das wäre der Worst Case. Das andere ist das Europäische. Wir sprechen mit denen. Das ist die Kurzfassung dazu. Es ist so, natürlich möchten wir Open Code auch möglichst viel anbieten. Also wir wissen, dass die Europäische Kommission natürlich ein Repository hat, mehr tatsächlich richtig Inner Source statt für Europa. Wir wissen, dass es in Frankreich ein sehr dezentrales System dafür gibt. Und wir tauschen uns aus mit der Frage, wie können wir diese Dinge gut vernetzen? Das Ziel darf ja erstmal nicht sein, dass wir eine Plattform für alle wieder schaffen. Es könnte ein Ziel sein. Ich möchte nur Angriffsfläche dann so ein bisschen in den Raum werfen. Und das andere ist die juristische Klärung, die ist aber bisher sehr länderspezifisch. Also wir haben noch kein europäisches Gesetz, das wir gemeinschaftlich so klären müssten. Ne? Da sind meistens die Lokalen das größere Problem. Aber wie gesagt, wir reden miteinander, wir sind tatsächlich gerade in der Frage, wie kann man es am schönsten vernetzen? Wie kann man es aufbauen, ohne dass es der nächste Monolith in Europa wird? Weil auch das ist dann wieder eine Hoheitsfrage, wo steht das Kind dann? Ist in der Klärung. Aber Angriffsfläche ist ein schönes Stichwort. So eine Plattform, die kann ja von den Prüfschritten, die ein Anwender einer solchen Open-Source-Software machen müsste, um
sich auch auf diese Software am Ende verlassen zu können oder zu wissen, welchen Sicherheitsstatus hat die und so weiter. Da kann diese Plattform ja unendlich viele Schritte einsparen, vorwegnehmen, ne, und dann attraktiv sein als Quelle. Und jetzt ist die Frage, welche, also ich habe eben verstanden, lizenzrechtliche Prüfung wird gemacht. Was für Prüfschritte sind noch enthalten? Was für Stempel, virtuelle Stempel sind auf dieser Software drauf, dass wenn ich als Community, als Kommune, so, ich suche jetzt was, um mein OZG umzusetzen und ich sehe da eine total attraktive Lösung, woher weiß ich, dass ich die nehmen kann? Welche Schritte sind schon gemacht für mich? Ja, ich... Also die Frage, das ist erstmal der Vertrauenswürdigkeit. Ich versuche das so ein bisschen zu trennen von der theoretischen Qualität der Software, die man dem Ganzen ja auch vorschieben kann. Und das andere ist, wie viele Angriffsvektoren habe ich auf dem Weg von jemandem, der es erdacht hat, bis zu mir? Also Stand heute laufen wir ein bisschen vor der Distribution weg, weil wir gerade, und ich habe dieses Papier, was wir auf der Plattform haben, ja angedeutet, wir wirklich sicher distribuieren, auch mit dem gedanklichen Stempel sicher. Das möchten wir erst, wenn wir auch wirklich eine gehärtete, sichere Build-Pipeline haben. Stand heute haben wir geteilte Ressourcen, wir haben Shared Runners, alles schön und gut. Wer meinetwegen den OBS von SUSE kennt, der weiß, es gibt auch andere Qualitätsniveaus. Und wir wollen lieber in diese Richtung eingehen, bevor wir die Distribution einer Software auch als sicher, in Anführungszeichen, betiteln möchten. Und das ist eben die Frage der Lieferkette. Ist das, was im Code steht, auch das, was ich bekommen habe? Und das möchten wir dann, das wird einen Stempel geben, ist hier durchgelaufen. Drück es mal so ganz plakativ aus. Das andere ist die Frage, wie qualitativ hochwertig ist eine Software? Und das ist sehr schwer zu bemessen. Da haben wir Piloten, die das tun. Aber ich sage das direkt vorneweg, und das, wer in Wien war, der hat es auch mitbekommen, es gab eine größere Supply Chain Summit dazu. Es ist noch Stand der Forschung, was man da schreiben sollte. Das ist vielleicht die ganz einfache Lösung. Wir schauen momentan auf Fragen des Supports. Habe ich einen Anbieter dafür, der es mir anbietet? Ich kann natürlich auf CVEs und Schwachstellen, kann ich natürlich schauen, aber das ist ein Indiz, meinetwegen. Das ist noch lange kein Garant dafür, dass das Ding gut ist. Und deshalb, wir wollen möglichst viel von der SCA, also Software Composition Analyse, wollen wir vorgeben, unterstützen, dass es nicht jeder selber machen muss. Ich glaube, S-Bombs stehen hier irgendwo. Hier vorne stehen schon S-Bombs, ja. Kommt gleich beim BSI wahrscheinlich. S-Bombs aufdröseln, also die ganze Formalia zu erledigen. Aber wie gesagt, ob wir mal den Stempel, das ist sicher dran schreiben können, das ist was anderes. Ja, sicher wird immer relativ sein, aber was ist schon gemacht worden? Das wäre halt interessant. Ne? Genau, vielleicht da bei einem Satz. Ganz groß bei uns ist der Begriff Machbarkeitsnachweise. Man kann bei uns, das ist gerade ein Beta-Feature, was wir jetzt ausrollen, man kann sagen, habe ich im Einsatz, finde ich gut. Also Praxistauglichkeit einfach empirisch nachweisen. Verbreitung. Ja. Wäre eine Idee. Genau, also es geht jetzt demnächst raus, es ist Features da, wir müssen es jetzt gerade noch polieren und dann haben wir es. Ich nehme Herrn Böhm mal kurz nach vorne, weil er hat gerade das Mikro in der Hand. Dankeschön. Ich würde gerne eine Sache ergänzen, weil das passt. Das ist eine Erfahrung aus dem letzten Jahr, auch aus den politischen Diskussionen, die der Cyber Resilience sagt. Und es macht besonders Spaß, das mit Informatikern im Raum zu diskutieren. Wir sind dazu gekommen, zu behaupten, man kann nicht generisch zertifizieren. Man kann nicht upstream das Projekt, das für viele Use Cases gedacht ist, zertifizieren. Man kann nur sagen, meine Downstream-User haben es zertifiziert für den und den Zweck. Das geht. Weil es wurde oft gefragt, kann ein Projekt quasi einfach die Zertifizierung für alle machen? Aber wenn ich einen generischen Baustein habe, der in jedem Kontext von Satelliten bis zu Rasenmähern eingesetzt werden kann, dann kann ich den nicht zertifizieren. Und es ist gut, sich das klarzumachen, weil das heißt dann nämlich, dass das Projekt nicht dafür da ist, das zu machen, sondern die Anwender müssen die Zertifizierung machen. Das ist wieder dieser Zwischenschritt. Und ähnlich ist mit Softwarequalität. Ich habe noch nie ein Open-Source-Projekt gesehen, was quasi einen Merge-Request ablehnt, in dem steht, alle Tests sind noch grün und wir haben den Code refactored und die Sicherheitsprobleme gelöst. Ich meine, das kann man machen und dann wird das integriert und dann wird das Projekt dadurch besser. Aber das Upstream-Projekt wird das nicht für die Downstream-User machen. Das heißt, man muss dann diese Zusammenarbeit, diese Kollaboration entwickeln, sodass jeder seinen Teil beiträgt und dadurch wird das Projekt dann sicherer und zunehmend für mehr und mehr Use Cases zertifiziert. Da hinten war noch die Frau Urban.
Jetzt haben wir ja von der Eclipse Foundation und von der Linux Foundation viel zu Open Source Governance stehen bleiben gehört, die ja sozusagen auch Templates für Projekte, Governance Templates, wie ich es mal nennen, für Projekte zur Verfügung stellen. Hat es Zendesk für den öffentlichen Raum sowas eigentlich auch vor oder zumindest für Projekte, die in Zendesk ihren Kollaborationsraum haben? Also wir machen das ja schon für den Open Desk, da ist das so. Ich weiß, dass an uns herangetragen wurde, dass man das auch auf etwas breiterer Spur fahren könnte, auch mehr Projekte allgemein mit einer gewissen Governance zu versehen. Könnte ich nichts zu sagen gerade. Ist noch Zukunftsmusik, ja. Muss man ja auch gemeinsam entwickeln. Ist eine Anregung, die er jetzt mit nach Hause nimmt. Vielleicht zur Smart Country Convention. Ja, eine ganz praktische Frage. Was kann man auf der Open Desk Plattform feststellen, welches Produkt von wie vielen und von welchen Usern, also öffentlichen Einrichtungen, dann genutzt wird? Dass man sieht, okay, da gibt es ein Produkt, das benutzen 100. Und da hat man ja auch gleichzeitig schon eine Art Community, wo man sich austauschen kann. Oder da bin ich der Erste, der das auch dann zum Einsatz bringt. Jetzt muss man da, glaube ich, den Bogen, also das eine ist, wir haben keine Distributionsstatistiken. Ich sagte ja auch eben, das Distribuieren, das ist etwas, wir sind uns der Tragweite dessen bewusst, deshalb ist es nicht unser größtes Ding zu distribuieren. Ich wüsste nicht, wer etwas wie häufig runtergeladen hat, noch viel weniger könnte ich den Download einer Entität zuweisen. Wir wissen natürlich, wer kollaboriert, das sehen wir grob ungefähr, sofern es Commits sind. Was ich aber dazu sagen muss, es gibt so diese zwei Arten von Open Source, die sich auf Open Code tummeln. Das eine ist eher dieser eher innersourcige Gedanke, die selbstgeschriebene Software, dieses Public Money, Public Code. Das, was eigentlich durch Open Code überhaupt erstmal das Ventil findet, nach außen zu kommen. So. Die haben naturgemäß erstmal sehr wenig Nachnutzer, bis das dann anwächst. Nicht? Und das wissen die dann aber sehr gut. Das andere sind diese Nutzer, die eine bestehende Open-Source-Software in die Verwaltung hineinbringen wollen, indem sie meinetwegen den Code oder sonstiges auf die Plattform hineinspielen und es von da aus dann verbreiten. Da fehlt, glaube ich, die gute Infrastruktur, um das auch wirklich zu zählen, wie häufig das dann nachgenutzt werden würde. Ja. Aber ich glaube, wäre schon für viele ganz gut zu wissen, welche Produkte wo noch eingesetzt werden. Anderes Thema noch. Was ja auch in der Praxis punktuell da ist, dass eine Stadt A was entwickelt und eine Stadt B nutzt das mit, ohne das selbst hier zu implementieren, den Betrieb zu machen und so weiter. Ist das auch auf der Zendesk-Agenda drauf oder ist das dann so im Product Backlog drin? Und wird es von euch gefördert? Wie ist da die Situation mit solchen ja auch noch aus meiner Sicht vielleicht sogar noch weitergehender Modelle, ja, wo ich ja nicht nur einmal entwickle, sondern auch einmal dann den Betrieb mache. Ja. Es ist in dem Sinne schwierig, weil wir erstmal für die Schaffung von Lösungen uns positionieren. Vielleicht dazu gesagt, uns gibt es ungefähr seit April personell wirklich. Das klingt mir sehr nach der FITCO ehrlicherweise. Es gibt ja auch das Entwicklungsportal der FITCO, wo man ja Nachnutzung sozusagen durch Antrag umsetzen kann. Und das ist, glaube ich, eher etwas, weil da ja auch eher dieses breitere Modell drin ist. Ich möchte etwas formell nachnutzen. Bitte geben Sie mir eine Möglichkeit dafür, ohne dass ich den Code hinauspumpe. Und ein bisschen davon riecht auch nach der deutschen Verwaltungscloud, wo ich ja genauso meine Services hineinbringen kann in das Cloud-Service-Portal, um es dann zur Nachnutzung hinzubringen. Ich meine, so irgendwo dazwischen scheint mir die Wahrheit dann zu sein. Außer es ist Open Source, dann machen wir es. Gut. Dann würde ich sagen, da ist noch eine Frage. Ja, eine kurze Frage noch. Mir begegnet Open Code öfter, gerade auch, weil Kommunen das, glaube ich, ganz oft nutzen, um auch Open Source Software zu entdecken. Also als Katalog sozusagen, was gab es schon mal da sozusagen, nutzen das sehr viele. Deswegen ganz, 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 ganz großartig. Jetzt als Vertreter für eine mittelmäßig populäre Verkehrssimulation, haben wir natürlich auch die Frage uns stellen müssen,
Wie verhalten wir uns zu Open Code? Gerade aus dem Smart Cities Kontext sozusagen, wo ja viele Open Source Entwicklungen finanziert wurden und werden, ist natürlich so ein Stück weit die Frage, natürlich könnten wir sozusagen einen Sumo-Klon bei Open Code hinlegen. Aber die Frage ist dann so ein bisschen, wo lebt das Projekt eigentlich? So, das führt uns eigentlich zu der grundlegenden Frage, wie verhält sich Open Code eigentlich im Verhältnis zu den bestehenden Community-Orten? Ist das sozusagen einfach nur ein Ort als Mirror sozusagen, der deutsche Mirror, der deutsche Code-Mirror? Oder soll es perspektivisch sozusagen der Ort sein, wo die Communities arbeiten? Da ist, glaube ich, noch nicht ganz klar, wie dieses Verhältnis zwischen den Foundations, zwischen den Foundation-Projekten und sowas Nationalem, wie das sozusagen in Zukunft gestaltet werden kann. Ja. Ich habe dafür auch noch keine Lösung, aber ich wäre interessiert, ob es da Ideen bei euch, Vorstellungen gibt, wie man sowas gestaltet oder sowas, weil zwei Orte für eine Community wären bestimmt schwer. Also ein Ort wird sich durchsetzen, aber nicht zwei. Ja, und ich glaube nicht, dass wir uns dann durchsetzen in dem Fall. Nein, Open Code, das eine ist, wir sind erstmal dafür Projekte, dass sie überhaupt rauskommen. Nun habt ihr es alleine geschafft. Ihr habt gesagt, wir können, auch GitHub ist es ja, glaube ich, institutionalisiert nutzen. Wir können sagen, hier geht es einfach drauf. Ihr habt eure Community gefunden. Es wäre falsch zu sagen, zieht die um. Und das ist eigentlich unsere Antwort dazu. Bleibt da, wo ihr hin könnt. Und je weiter ihr raus könnt, umso schöner ist es eigentlich. Nun ist Open Code eine Basisinfrastruktur, wer die benutzen möchte. Und ich sprach eben von einer etwas viel härteren Build-Pipeline. Ich sprach von der Idee, dass wir auch viel Compliance, so gut es geht, automatisiert, geteilt ermöglichen können. Wer diese Vorteile mitnutzen möchte, dem würde ich einen Spiegel dann sehr, sehr ans Herz legen. Es ist dann aber auch bitte ein Spiegel. Es ist kein Fork, es ist kein Klon, es ist ein Spiegel, wo man dran schreibt, Community bitte dahin. Weil das steht auch direkt in unseren FAQs drin. Ja, theoretisch ist Git ein dezentrales Versionsverwaltungssystem. Rein praktisch nein. Nein, machen Sie es nicht. Kommen Sie gar nicht auf die Idee. Zwei Heads sind nicht schön, nehmen Sie ein. Und genauso ist es bei uns eben auch. Wir sagen, wer raus möchte, wer schon auf GitHub ist, der bleibt da bitte. Tue ich mich immer sehr schwer mit. Wie gesagt, es gibt Vorteile, die kann man da nutzen, aber das ist eben nicht pauschal. Und ins Softwareverzeichnis kommt man auch ohne rein. Unsere Build-Pipeline kann man auch ohne nutzen. Und wenn man natürlich da sukzessive reinwächst, dann kann man es irgendwann umziehen, wenn man denn so möchte. Es käme ja jeder Entwickler drauf. Aber ein ganz dogmatisches, alle Entwicklungen, die irgendwie aus der Staatskasse kommen müssen, auf Open Code stattfinden, das würde ich so nicht unterschreiben wollen. Und der zweite Teil der Wahrheit ist auch, das, was Open Code anbietet, dass wir es aus Souveränitätsgründen auf unserer Infrastruktur machen, das ist das eine. Dass wir zusätzlich eine gewisse Plugability auch ins andere Ökosystem uns erarbeiten, das ist der andere Teil der Wahrheit. Da kann man ja vielleicht gleich nochmal in einer Runde nochmal ein bisschen drüber sinnieren. Gut, aber erstmal danke. Dann gehen wir nochmal einen Schritt weiter. Wir haben schon viel. Dankeschön, ja. Bis gleich. Ich gehe mal zum nächsten, ja. Gehen wir zum nächsten Vortrag. Wir haben schon an manchen Stellen gehört, woher kommt der Code? Ist der validiert? Ist der verifiziert? Und es ist mir eine besondere Ehre, hier auch nochmal den Beweis zu liefern, dass wir auch einrichtungsübergreifend auch zwischen Bundesbehörden und eigentlich der freien Community eine echte Kooperation machen können. Das ist dadurch bewiesen, dass Frau Anna Schwendicke vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik heute bei uns ist, die genau diesen Faden aufgreift, wie kann man aus Sicht eines hohen Sicherheitsniveaus, mit welchen Hilfsmitteln kann man eben auch im Open-Source-Bereich so ein Sicherheitsniveau erzwingen, erzielen oder zumindest sehr stark fördern. Und die S-Bomb ist sozusagen der Begriff, um den herum sich das rankt.
Und ja, ich bin heilfroh, dass sie heute hier hergekommen ist, denn ich glaube, es tut uns sehr gut, mit dem BSI intensiver als bisher zusammenzuarbeiten und dort auch die Möglichkeiten zu nutzen und sich gegenseitig zu befruchten. Und ich freue mich riesig, dass das BSI hier dieses Thema aufgegriffen hat und das zusammen gemacht hat und hier intensiv schon mit anderen Einrichtungen zusammenarbeitet. Insofern bin ich gespannt auf Ihren Vortrag. So, hört man mich schon? Jetzt. S-Bomb. Ups, okay, gut. Folien. Ja, gut. Sozusagen ganz kurz, ich habe keine tolle About-Me-Folie. wollte mich trotzdem kurz vorstellen. Anna Schwendicke, mein Name. Ich leite die Marktaufsicht beim BSI. Und wie kommt man da zu S-Bomb? Cyber Resilience Act ist heute ein paar Mal gefallen. Und den haben wir vom BSI aus natürlich auch mitbegleitet übers BMI kommentieren können und da ganz schnell festgestellt, da sind ganz, ganz viele Anforderungen und wir brauchen da Handreichungen für die Community, wie wir denn da vorgehen sollen und wie es denn da weitergeht. Ein Teil, gerade aus Marktaufsicht, super interessant, S-Bombs, Software Bill of Materials, lässt sich schön automatisieren. Wo wir mal reingeguckt haben und dann halt auch geschaut haben, was sind denn so Anforderungen, die wir da stellen wollen würden und wie es da weitergeht. Letztendlich, der CAA schreibt vor, wir sollen ein Schwachstellenhandling machen. Wie genau? Mal schauen. Der CAA sagt, es soll eine S-Bomb geben. Wie genau? Schauen wir mal. Allerdings erstmal die Frage in die Runde. Weiß denn hier jeder, was eine S-Bomb ist? Ich hoffe es ganz stark. Ja. Nee? Oh, ein Kopfschütteln. Wer nutzt es denn aktiv in der Softwareentwicklung? Sozusagen, wer baut automatisch die S-Bomb mit und nutzt sie dann auch später? Quote ist schon gar nicht mal so schlecht. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Was ist denn eine S-Bomb? Eine S-Bomb per se ist eine Liste, kann man ganz einfach sagen. Wie die Zutatenliste für ein Lebensmittel. Dröselt die S-Bomb auf, was habe ich denn in meiner Software verbaut, welche Komponenten habe ich eingebaut und wie auch bei so einem Lebensmittel kann ich das in verschiedener Breite und Tiefe machen. Im Endeffekt, es ist eine Liste, was ist an Code enthalten, welche Bestandteile habe ich. Im besten Fall ist es nicht nur maschinenlesbar, sondern auch maschinenverarbeitbar. Das ist das, was wir beim BSI ganz gerne hätten. Und es ist quasi so der Counterpart zu dem, was wir aus der ganz klassischen Industrie haben, eine Bill of Materials, also auch für ein Auto, dass ich weiß, welchen Kabelbaum habe ich denn da drin, welche Räder habe ich montiert, welches Lenkrad in welcher Konfiguration, so würde ich das ganz gerne auch für die Software wissen. Und letztendlich, da sind wir dann Richtung Qualität. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Handwerkszeug, um die Supply Chain ein bisschen mehr transparent zu machen, um da Transparenz reinzukriegen. Wenn ich nicht weiß, was ich in meiner Software drin habe, kann ich ganz, ganz schlecht die Qualität managen. Kann ich ganz, ganz schlecht sagen, bin ich von Log4j? Ist denn das da überhaupt drin? Keine Ahnung. Die S-Bomb bringt Transparenz in die Lieferkette. Ich hatte es gesagt, das ist eine Liste. Das ist mein altes Beispiel. Weihnachtsmarkt kommt ja schon wieder bald. Ich habe es mal einfach wieder genommen. Wenn wir uns das jetzt nochmal vergleichen mit der Zutatenliste, es ist letztendlich eine Baumstruktur, rekursiv. Ich habe mein Produkt, in diesem Fall jetzt einen selbstgemachten Glühwein, den ich verkaufe als ganz fleißige Mutter. Ich bringe immer selbstgemachten Kartoffelsalat mit, das ist das gleiche Prinzip. Ich nehme Produkt und peppe es auf. Wenn ich dann in die Zutatenliste gucke, dann habe ich halt einen Glühwein, der schon vorgemacht ist und damit es halt hübscher aussieht, schneide ich noch ein paar Orangen, Zimt, Sterne und so weiter, was ich noch mit reinschmeiße. Allerdings auch der vorgefertigte Glühwein hat natürlich eine Zutatenliste, der nimmt roten Wein, Zucker, irgendeinen Glühweinmix und auch dieser Glühweinmix, den kann ich wieder detaillieren. Das kann ich beliebig oft machen und ich kann beliebige Details zu den einzelnen Zutaten hineinbringen. Und das gleiche Prinzip haben wir bei der Software Bill of Materials. Dann geht es halt nicht um Orangen, Hibiskusblüten, was auch immer, sondern halt um, welche Softwarebibliotheken habe ich eingebunden, in welcher Konfiguration und was nutzen die wieder. So, kein S-Bomb-Vortrag ohne diesen XKCD-Comic. Den gibt es inzwischen in abgewandelter Form wirklich sozusagen kein S-Bomb-Vortrag ohne diesen Comic. Sehr nett.
habe ich auch schon gesehen. Aber wir wissen alle, es gibt jeden Tag eine Unmenge an neu entdeckten Schwachstellen. Es gibt auch komplexe Lieferkettenangriffe. Und wenn ich wissen will, ob ich von Heartbleed, Log4j, Executed Spectre oder so weiter betroffen bin, muss ich wissen, was in meiner Software drin ist. Und dann kann mir der schwäbische Maschinenbauer nicht sagen, oh, ich packe da irgendwelche Software in meine Maschine, wird schon gut gehen. Da sollte ich schon wissen, welche Software ich reinpacke. Historisch kommt die SBOM ganz klassisch aus dem Lizenzmanagement, haben wir heute auch schon viel gehört. Wir wollen gerne wissen, welche Lizenzen wir einsetzen, wie können wir es effektiv benutzen, wie können wir weitergeben die Software. Das ist so einer der klassischen Use Cases, wo die SBOM herkommt. Wir haben verschiedene Formate. Und wo es jetzt hingeht, gerade auch im Kontext Cyber Resilience Act ist, wir wollen die SBOM nutzen, dieses Wissen, was ist in der Software drin, um dann Schwachstellenmanagement gut machen zu können, um für eine gute und sichere Software sorgen zu können. So, und das Ganze hat sich über die letzten Jahre sehr weit verstärkt. Zum einen, die Amerikaner haben mit ihrer Executive Order 1428 dafür gesorgt, dass alles, was an die US-Regierung verkauft wird, die SBOM nach außen mitgeben muss. Und der Cyber Resilience Act, über den wir heute schon ein paar Mal gesprochen haben, der sagt halt, dass für annähernd alle Produkte mit ganz wenigen Ausnahmen, die digitale Elemente haben, in Zukunft das CE-Kennzeichen angebracht wird. Und Teil dieses CE-Kennzeichen oder Anforderungen, die in diesem Kontext gestellt werden, ist, dass der Hersteller schon mal selber für sich eine SBOM erstellt. Voraussichtlich ab 2027 gelten diese Regeln dann für alle Produkte mit digitalen Elementen, auch für reine Software. Und da sind wir jetzt heute bei Open Source Software. Ausnahme ist nicht kommerzielle Open Software, Open Source Software. Die ist außen vor beim CAA. Aber wenn ich als Hersteller Open Source Software einbaue und sie kommerziell nutze, dann muss ich auch dafür sorgen, dass auch für diesen Teil entsprechend die Regeln eingehalten werden. Letztendlich sind wir da bei der digitalen Lieferkette. SBOM wird zunehmend relevant. Wir wollen wissen, was drin ist. Im CAA steht, ich sagte es vorhin, relativ vage, häufig benutztes maschinenlesbares Format. Mindestens Top-Level. Das ist jetzt noch sehr vage. Allerdings behält die Kommission sich vor, das weiter zu spezifizieren und genau die Felder, die gefragt wird und auch die Tiefe anzupassen und später vorzugeben. Das ist jetzt nicht Teil der aktuellen Standardisierungsbemühungen, die für die ganzen harmonisierten Standards, die es an anderer Stelle benötigt werden. Aber die Kommission behält sich vor, für SBOM nochmal gesondert Vorgaben und auch weitergehende Vorgaben zu machen. So, letztendlich die SBOM, ich sagte es bereits, bleibt beim Hersteller, bei dem, der das Produkt kommerziell vermarktet. Er muss das natürlich aber auch für die Teile machen, die er in Open Source einbindet. Und wenn jetzt die Marktüberwachung kommt, die kann durchaus sagen, reich mir mal die SBOM rüber, damit ich nachgucken kann, ob du dein Schwachstellenmanagement, dein Schwachstellenhandling richtig gemacht hast. So, sie muss nicht publiziert werden, im Gegensatz zu dem Weg, den die US-Amerikaner gerade gehen. Da geht es ganz stark in die Richtung, SBOM bitte auch immer mit beim Verkauf mit offenlegen. Der CAA im Moment, so wie er ausgelegt ist, sagt, das bleibt in der Lieferkette, aber das muss jetzt nicht nach außen an den Kunden dediziert gegeben werden. Natürlich dürfte die Intention schon sein über die Dauer, dass dann auch die Betreiber sagen, reich mir mal die SBOM mit rüber, du hast CAE. Auch ich möchte da gerne das nutzen, um das Schwachstellenhandling mit zu überwachen oder selber zu tun. Ganz kurzer Step back, CAA. Was sind denn so die ganzen Anforderungen an die Hersteller? Ganz viel sozusagen das, was im grauen Kasten ist, das ist das, was Hersteller von Produkten, die keine reine Software sind und CE-Kennzeichen schon mal anbringen müssen, diese Teil, so ein Upfront-Assessment, das kennen die. Also das heißt, ich muss einmal vorneweg schauen, dass ich alle meine Dokumentationen, Anforderungen erfüllt habe und dann CE-Kennzeichen draufbringen. Der CAA sagt aber auch, wir sind uns bewusst, dass Cybersecurity, die jetzt erstmals eine Anforderung wird, um ein Produkt auf den Markt in die EU zu bringen, dass die bei Weitem nicht so stabil ist wie die klassische Safety. Das heißt, so ein Upfront-Assessment und ich mache da einmal einen Stempel drauf, wird bei Cybersecurity nicht ausreichen. So, und das ist eine Folie, die ich von der Kommission geklaut habe. Im Endeffekt kommt dann diese ganze rot hinterlegte Phase, dass der CAA sagt, wir brauchen einen Support-Zeitraum. Im Allgemeinen 5 Jahre, kann mit Begründung abgewichen werden in beide Richtungen, in der ein Schwachstellen,
Handling vorgesehen ist, in der ich dann auch kostenlose Sicherheitsupdates an Endbenutzer bereitstellen muss und in der ich dann auch gewisse Meldepflichten gegenüber der ENISA und den CSIRTs habe, was aktiv ausgenutzte Schwachstellen betrifft. So, aber dieses ganze Vulnerability Handling, was der CAA da vorschreibt, das heißt, das sind Vorgaben erstmals, die halt über diesen reinen Zeitpunkt, ich bringe das Produkt auf den Markt, habe da all meine Sachen abgelegt, abgeheftet, sondern der Hersteller ist in Zukunft verpflichtet, für einen Support-Zeitraum Schwachstellen-Handling zu machen und Fixes bereitzustellen. Deshalb halt dieser ganze Schritt, SBOM, und wer im kommerziellen Umfeld das macht, muss entsprechend sozusagen da vorbereitet sein und braucht im Zweifelsfall dann auch Zuarbeit von Open Source. Also das ist natürlich auch für Open Source, da hat man mehrfach gesagt, wenn ich für Open Source da entsprechende, ja nicht Verpflichtung, aber ich übernehme ja die Haftung im gewissen Sinne, sollte ich im Eigeninteresse Open Source vielleicht auch unterstützen. Also man kann das durchaus als Chance für Open Source besehen. SBOM. Vulnerability Handling haben wir jetzt eine Weile drüber gesprochen, aber wofür eignet sich es denn? Das ist jetzt nochmal ganz kurz der Schritt zurück. Was kann ich mit so einer SBOM alles anstellen? Ich sagte, es ist eine reine Liste. Und so wie wir es beim BSI sehen, eine Liste ohne Inhalt zu Schwachstellen, sondern wirklich die Liste der Komponenten, die ich einsetze. Das heißt, ich kriege sie im besten Fall von meinem Zulieferer. Ich gebe sie weiter an den weiteren, an weitere Teile der Lieferkette. Und ich kann sie bei mir selber zum Lizenzmanagement nutzen. Das ist so der ganz klassische Use Case, wo SBOM herkommt. Spannend wird es jetzt fürs Vulnerability Handling, wenn ich es dann entsprechend mit Schwachstelleninformationen kombiniere. Das heißt, ich habe keine kombinierte, aber ich gucke mir die nebeneinander an und schaue, ich habe Schwachstellendatenbanken, ich kriege im besten Fall vielleicht sogar CISIF, Common Security Advisory Framework, also digitale Advisories, wo ich abschätzen kann, ist denn mein Produkt betroffen? Und zusammen mit diesen Informationen, zusammen mit der SBOM, kann ich dann mein Schwachstellenhandling geben. Im allerbesten Fall gebe ich dann diese Informationen auch elektronisch weiter an die Nächsten. Das heißt, letztendlich, SBOM ist ein ganzes Ökosystem. Kann ganz, ganz viel. Es ist nicht die eierlegende Wollmilchsau, die alles erschlägt. Aber wir gehen schon mal einen guten Schritt Richtung Transparenz und Schwachstellenhandling. So, das ist jetzt ganz klar von der CISA geklaut. Ich bringe nachher noch mal ein paar Links, wo man denn so starten kann. Historisch gesehen, da die Amerikaner mit ihrer Executive Order sehr viel früher war, haben die wahnsinnig viel Infomaterial und das muss man nicht alles neu machen, auch wenn das Bild jetzt nicht sonderlich hübsch ist. Aber letztendlich, wenn ich mit SBOM anfange, anfangen, da wo die Daten sind. Ich kann SBOM in verschiedensten Teilen oder Starten des Software-Lebenszyklus generieren, erstmal anfangen reinzubauen. Und dann der nächste Schritt natürlich, so viel Details wie möglich reinbringen. Ich sagte es im CAA, dieser mindestens Top-Level, das sind jetzt Bilder aus unserer technischen Richtlinie zu SBOM. Natürlich kann ich das in unterschiedlicher Tiefe, es kommt nochmal der QR-Code auch, da sind alle Bilder dann hübsch drin. sozusagen, wie weit gehe ich denn? Die Amerikaner momentan in ihren Minimum Elements, die verlangen eine transitive SBOM. BSI ist enthusiastisch und sagt, Liefergegenstands-SBOM wäre ja schön, wenn wir wirklich alles vom Liefergegenstand haben. Man bedenke, dass das aktuell halt eine TR ist, die eine Handreichung ist und an keiner Stelle verpflichtend eingesetzt wird. So, starten. Wenn ich SBOM anfangen will, wie starte ich denn? Ganz viel, ganz grundlegende Informationen gibt es bei NTIA, die ursprünglich angefangen haben. Inzwischen hat es die CISA übernommen in den USA. Mit den Kollegen sind wir auch im engen Austausch, sodass das jetzt nicht in Europa und Amerika verschiedene Wege geht. Das ist uns allen ganz wichtig. Wenn wir SBOM als Tool etablieren wollen, müssen wir in die gleiche Richtung gehen. Also auch wenn die Amerikaner jetzt dabei sind, ihre Minimum Elements zu überarbeiten, wird das in ähnliche Richtung gehen wie die Handreichungen, die wir gegeben haben. Die Dutch, so jetzt muss ich überlegen, die Niederländer haben einen wunderschönen Starter-Guide, aktuell leider nur in Niederländisch, aber er ist in der Übersetzung, nach allem, was die Kollegen erzählen, management-tauglich. Wie fängt man denn mit SBOM an?
Das BSI hat eine technische Richtlinie dazu veröffentlicht, das ist die TR03183-2. Und letztendlich auch die beiden am weitesten verbreiteten Formate, technischen Umsetzungsformate, SPDX und Cyclone.dx, haben wahnsinnig viel an Informationen, wo man anfangen kann zu lesen. Genau, ganz kurz noch mal ein paar Worte zu unserer technischen Richtlinie. Die ist letztes Jahr im August rausgekommen. Version 2.0 ist gerade im Zeichnungsprozess, also da kommt bald noch mal ein leichtes Update. Das ist ein lebendes Dokument. Ganz klar, wir nehmen Rückmeldungen aus der Community. Wir haben viel mit der OSBA auch gearbeitet, insbesondere dann auch, was Richtung Lizenzen ging. Wenig verwunderlich, dass entsprechende Sachen von der Open-Source-Community auch mit abgedeckt werden können. Ich sagte es bereits, es ist eine reine Handreichung. Es ist an keiner Stelle der aktuellen verpflichtend. Und sie gibt halt Hinweise zu den Inhalten, dem Umfang, den Formaten, die für geeignet werden von SBOM. Das sind im Wesentlichen, wir sind stark dafür, eine Bild-SBOM zu verwenden. Wir definieren auch andere Arten von SBOM, sodass man weiß, welche verschiedenen Varianten es gibt. Liefergegenstands-SBOM sagte ich bereits. Und wir empfehlen SPDX oder Cyclone.dx. Historisch gibt es noch das SWIT-Format, aber das eignet sich fürs Vulnerability-Management nicht in gleicher Art. Genau, und damit wäre ich so mit meinem SBOM-Pep-Talk am Ende. Ganz herzlichen Dank und gerne Fragen. Da ist schon. Ja, vielen Dank. Jetzt. Ja, kommt. Vielen Dank für den Vortrag. Wir sind ja eher die passionierten Amateure, deswegen hilft es sehr. Wie läuft denn das mit dynamisch gelinkten Bibliotheken? Also Dinge, wo ich sozusagen eine Software ausliefere, die aber sozusagen auf Bibliotheken zurückgreift, die auf dem Rechner meines Nutzers vorinstalliert sind und die erst dann sozusagen mein Produkt vollständig machen. Dann kann ich ja als Hersteller gar keine SBOM ausstellen, weil ich ja noch gar nicht weiß, wie das zum Zeitpunkt der Laufzeit sozusagen auf dem Rechner des Kunden aussieht. Deshalb Liefergegenstands-SBOM das, was ich ausliefere. Das umgeht das in Teilen elegant. Die Details können Sie gerne mit meinen Kollegen, die da noch wesentlich tiefer drin stecken, okay, diskutieren. Okay. Wir sind unter TR, also es gibt sbom@bsi.bund.de. Okay, also da gibt es noch irgendwelche Dinge, die, okay. Genau. Dachte, das ist doch ganz, ganz schwierig. Ich weiß ja nie, was der da drauf hat. Liefergegenstand, das, okay, was ich ausliefere, das, was ich unter Kontrolle habe. Ah ja, okay, danke. So, drei gleich. War eine Millisekunde schneller. Ja, vielen Dank. Erstmal eine ganz kurze Verständnisfrage. Das heißt, wenn ich da also aufliste die Komponenten, die ich einbaue, da muss ich aber auch deren Version angeben, also das Bilddatum oder die vom Hersteller gegebene Versionsnummer, damit man auch weiß, ob eine Vulnerability überhaupt vorliegt oder genau, nicht. Genau, also das sind ja jetzt hier High Level. Wenn man in die TA reinkommt, dann steht da halt auch explizit drin, die und die Felder, so ein nehmt irgendeinen Hash und mindestens den Hash, damit es vergleichbar ist, einfach damit man es dann auch wirklich dediziert gegen Schwachstellendatenbank abgleichen kann. Genau. Also es ist jetzt nicht nur Bird-SBOM, sondern da steckt noch ein bisschen mehr hinter. Ja, eine Frage wäre, gibt ja viele große, die auch sehr viel Open Source drin haben, Android, OpenAI, Werma Open Source und auch im Office ist ja sehr viel Open Source drin. Gibt es von denen schon SBOMs? Haben Sie da schon was gesehen? Haben die Amerikaner da was gemacht? Man sollte ja doch meines Erachtens erstmal mit den Produkten beginnen, Pareto, die in der Breite sehr häufig eingesetzt werden. Sind die auch in Ihrem Fokus drin, diese, kann man sagen, Monopolprodukte? Oder ist es also eher das ist eine reine Handreichung. Wir verpflichten hier aktuell keinen und der CAA verpflichtet alle. Das also da unterscheidet der CAA nicht. Die Amerikaner sind den Weg gegangen, wer an die US-Regierung verkauft, muss es offenlegen. Wenn Microsoft an die US-Regierung verkauft, muss Microsoft der US-Regierung gegenüber die SBOM offenlegen. Wir wissen von einigen großen deutschen Herstellern, die das aktuell schon einsetzen. Und es gibt halt deshalb SPDX und Cyclone.dx für beide Lager, namhafte große Hersteller, die eine oder das andere Format halt nutzen und auch entsprechend ihren Kunden die Daten weitergeben. Das heißt, Microsoft müsste dann auch Ihnen, BSI, also nicht nur amerikanischen Regierung, die SBOM zu Office und
Google zu Android müssen Ihnen zur Verfügung stellen. Ist das richtig? Oder habe ich das aktuell falsch gemacht? Ist das bei uns in den Liefergegenstandsverhandlungen mit der Bundesregierung gibt es so einen Passus noch nicht detailliert. Der CAA sagt, dass alles, was ab 2027 auf den Markt kommt, entsprechend eine SBOM intern haben muss. Mhm. Und die Behörde, die ab dann die Marktüberwachung übernimmt, die kann dann sagen, gebt uns mal die SBOM. Okay, und wer wäre für diese Produkte zuständig? Das ist noch nicht final entschieden, das ist in der Ressortabstimmung. Okay, gut. Vielen Dank. Aber wenn man jetzt sagt, ich will die S-Bomb bauen, dann ist es ja gut, wenn ich tatsächlich eine eindeutige ID für mein Code-Segment habe, was ich damit eingebunden habe, ne? Meine Library und so weiter. Genau. So, gibt es denn für alles, was wir draußen haben, eine ID? Naming is very difficult. Da sind ewig lange Diskussionen, auch mit den Kollegen international. Wir geben gewisse Vorgaben zu, welche Hashes wir empfehlen, welche Naming-Konventionen wir empfehlen. Aber das ist, wie gesagt, das ist momentan eine Handreichung, eine Empfehlung, wie es umgesetzt wird. Der CAA, die Kommission, was die dann im Endeffekt, wir werden unsere Handreichung dann auch anpassen, dass das gleichlaufend ist. Aber es gibt nicht die eine, ich glaube, das hat, soweit ich weiß, noch keiner für alles global gelöst. Nee, aber wir sind uns einig, dass es gelöst werden muss, um zu funktionieren, oder? Ja, also es wird zunehmend schwieriger, wenn man mit AI Sachen zusammenkopieren. Auch da gibt es dann einzelne Hersteller, die schon sagen, naja, wir arbeiten intern mit Produkten, die halt identifizieren, dass wir Codeschnipsel. Bei S-Bomb, wir müssen an einem Punkt anfangen. Wir werden es halt nicht die eierlegenden Wollmilchsau, die alles kann von Anfang an haben. Aber wir gehen jetzt den ersten Schritt. Genau, sonst ich noch ganz. er ist dran. Ich hab eine traurig lange History mit License Management, deshalb sind mir S-Bombs und deren Schwachstellen leider auch nicht bekannt. Deshalb vielleicht der eine Vermerk, also Package-URL ist, glaube ich, ein Standard, der sich allmählich durchdrückt. Er hat immer noch seine Schwächen und spätestens bei Snippets macht er die Grätsche, aber Package-URL ist ein Standard, den gibt es, glaube ich, recht gut, sofern es dann ein paketiertes Ding denn ist. Das andere, der Vermerk eben zu Microsoft, mal zum, wer seine Neugier stillen möchte, in allen Office-Produkten wird auch unten, hinten rechts, werden die Lizenzen ausgewiesen. Das ist in sich eine S-Bomb, wenn auch keine schön aufgeräumte. Aber es sind zumindest alle Lizenzen mit der Nennung der Pakete weitgehend, glaube ich, auch mit Versionen drin. Ist nicht ganz Minimum Requirements konform, aber im Sinne des License-Managements wird das schon ausgewiesen. In fast allen Office-Produkten, die man da so kriegt. Und so den Vermerk, den ich einbringen wollte, es ist wirklich ein Work in Progress. Also es gibt sicherlich große Hersteller, die es in einzelnen Bereichen sehr gut hinkriegen können. Gerade im, also Yocto stand, glaube ich, eben mal vorne dran. Das ist so ein Kernel-Infrastruktur. Das ist eigentlich im Ökosystem bekannt dafür, dass die auch SBOM-Logik in ihr Bauen hineingebracht haben und auf Betriebssystemen eben, das ist auch ziemlich leicht machbar. SBOMs für Container hingegen. Völliges Drama. Also da möchte ich nur dringend noch verweisen. Es ist der Druck, der jetzt kommt, ist zu tun, ist zu lösen. Das ist das eine, das ist auch sinnvoll. Man muss sich aber vor Augen führen, es ist ein schwieriges Thema, wenn man eine vollständige S-Bomb haben will. First Level ist immer leicht, also wer First Level nicht hat, der hat nicht nachgeguckt. aber wenn ich eine vollständige Delivery eines Containers ausweisen muss, und das ist meinetwegen ein fettes Python oder Debian da drin, dann muss ich nämlich verschiedene Paketmanager zusammenführen, deren Informationen in eine große Liste einpflegen, neben der Tatsache, dass ich noch eine eigene Dependency-Liste habe. Und das ist relativ herausfordernd. Wir sind dann auch beim Ganzen, also letztendlich kann ich ja auch eine S-Bom in meine S-Bom reinpacken. Dann kommt das ganze Thema, woher weiß ich, dass ich dieser S-Bom trauen kann? Also Trusted. Das ist ein wahnsinnig großes Rad, an dem wir drehen. Wenn wir nicht anfangen zu drehen, wird es sich nie bewegen. Ja, und rekursiv, haben wir eben gesagt. Also das heißt, wenn alle das Gleiche tun und wenn alle auf jeder Ebene die entsprechende Routine einbauen, dann ist alles klar. Dann funktioniert es. Also das spricht für mich spricht das für eine Norm. Und zwar eine Implementierungsnorm. Aber ja, ich habe es möglicherweise noch nicht ganz verstanden. Ich nehme einfach mal das Beispiel Android. Ja. Das sind ja, sag mal,
sehr viele Einzelmodule, die da von unterschiedlichsten Leuten entwickelt wurden, wo die auch ihre Duftnote namentlich oder was hinterlassen haben. Und wie kann man sich das dann vorstellen? Das kommt ja dann als Produkt, müsste ja dann auch mit einer entsprechenden S-Bomb versehen werden, ja. Und wie kann man sich das dann vorstellen, dass wirklich dann auch die gewünschte Garantie in diesem komplexen Gebilde sichergestellt ist? Letztendlich sozusagen alles, was ich machen kann, ist gucken, was packe ich an Code rein, am besten von den Leuten wieder kriegen, was haben sie reingepackt und so weiter. Das ist dieses Tippetappetur. Da sind wir dann wieder beim Trust. Traue ich dem, was er mir sagt, was er reingepackt hat? Aber es wird nicht anders gehen, als in Teilen kann ich über Code Analysis sowas natürlich auch nachträglich generieren. Und auch das ist immer noch besser, als gar keine S-Bomb zu haben. Es geht darum, den Scheinwerfer ein bisschen mehr tiefer auszurichten und zu wissen, was habe ich drin. Ob wir die komplette Deliverable, also Liefergegenstands-S-Bomb, ob wir die komplett im ersten Schritt, ist wahrscheinlich nein. Aber dass wir zumindest erstmal wissen, was haben wir selber eingebaut und was sind die ersten Schritte, die wir draußen haben, die wir eingebaut haben. Und im nächsten Schritt, dass wir dann auf unsere Zulieferer zugehen und sagen, sagt uns bitte auch, was ihr drin habt. Weil letztendlich meistens, gerade Log4j, war halt irgendwo tief unten. Und wenn ich nicht nachvollziehen kann, tief genug, was ich drin habe, dann stehe ich da halt auch im Dunkeln weiterhin. Ja, wie kann Android beispielsweise die ganzen Zulieferer da verpflichten, dass sie da... Das ist über ein CAA. Also... Okay. Ja. Rekursiv bis unten hin. Ja, ja. Unendlich. Also für mich stellt sich die Frage vor allen Dingen, lohnt der Aufwand, der da reingesteckt werden muss? Weiß nicht. Natürlich. Wenn ich nicht weiß, was drin ist, kann ich kein Schwachstellen-Handling machen. Also die Sache ist, ich stecke meinen Kopf in den Sand, wird uns nicht weiterbringen, wenn wir sichere Software haben wollen. Vom Prinzip bin ich bei Ihnen, ja, aber die Frage ist, okay. Direkt dazu jetzt... auf die Frage nach der Norm eingehen. Also diese Probleme werden ja gerade in Brüssel für uns diskutiert. Und es gibt einen Standardisierungsrequest der Europäischen Kommission an Senelec und ETSI. Wo S-Bomb nicht drin ist. Das stimmt doch noch nicht, weil es ja nur ein Draft ist, nicht fertig. Es gibt seit heute einen neuen Draft und ich habe ihn noch nicht gelesen, aber vielleicht haben wir ja Glück. Aber auf jeden Fall wird es quasi eine ganze Reihe von Standards geben zur Umsetzung des Cyber Resilience Act. Und die ersten 11 davon sind quasi horizontale Anforderungen an die Dokumentation. Und ich gehe mal davon aus, dass das dann da erscheinen wird. Aber die Frage also, es wird Normen geben, die das Schwachstellenmanagement, das Reporting und so weiter abdecken. Und die werden in den nächsten 3 Jahren, hoffentlich zwei Jahren effektiv. Der Plan ist 2 Jahre. Wir sind da auch mit dabei. Aber... aktuell ist S-Bomb spezifisch da nicht drin, weil halt dieser extra Passus drin ist. Also den Stand heute kenne ich nicht, aber den letzten, weil halt dieser Passus ist, die Kommission kann festlegen, ist die Zenzendelec momentan nicht gewillt, wie man es auch nennen mag. Sozusagen sehen Sie das außerhalb der Scope dieses Standardisierungsrequests. Ich würde sagen, dass die Normen halt kommen werden. Also die Normen werden kommen. Ob die Normen jetzt S-Bomb im ersten Schritt beinhalten, müssen wir gucken. Es wäre natürlich wünschenswert. Und deshalb sind wir mit dieser technischen Richtlinie auch einen Schritt weit vorwärts gegangen, zu sagen, wir hätten gerne das und das drin, damit es vergleichbar ist, damit es kompatibel ist, weil CycloneDX und SPDX leider leicht verfeindete Lager sind, die in Teilen auch bewusst für Inkompatibilitäten sorgen, dass wir wenigstens eine Standardkompatibilität haben, dass wir sagen, die Mindestelemente sind in beiden Formaten abbildbar. Wir sind auch mit beiden Formaten im Gespräch, sodass auch wirklich 1:1 dann im übernächsten Standard dann das Mapping da ist. Welche Anforderungen bilden wir mit welchen Feldern ab, damit man dann auch entsprechend, wenn ich jetzt eine CycloneTX S-Bomb kriege, die in meinen SPDX oder andersrum halt einbinden kann. Ich würde sagen, wir nehmen noch die beiden Wortmeldungen, gehen dann in die Abschlussrunde. nur genau zu dem Punkt Android, der führt mich aber zu meinem eigentlichen Punkt. Also
Android ist ja, Google wirft ja nicht Android als binäres Paket einfach rüber und fertig, sondern Android ist ja vor allen Dingen eine Plattform, die hat eine Plattform, auf der dann Apps gebaut werden und so weiter. Also da gibt es ja verschiedene Komponenten, die einfach zusammengesetzt werden. Und die Komponenten werden von unterschiedlichen Teams entwickelt, die kreieren ihre S-Bombs, die haben ihre eigenen Management, Vulnerability und so weiter. Ich denke, da muss man ein bisschen differenzieren. Das ist bei Microsoft genauso. Die werfen ja nicht Windows rüber, sondern da gibt es verschiedene Sachen. Aber der ursprüngliche Punkt, zu dem ich auch nochmal anmerken wollte, also wenn wir zum Beispiel über das Thema Snippets reden, was ja vorhin auch genannt wurde, also ich habe mich schon mit Leuten unterhalten zum Thema S-Bomb. Da meinte jemand, S-Bombs wären für ihr Produkt, das war Embedded, wären total sinnlos. Habe ich gefragt, wieso? Das ist doch total geil, weil man halt diesen Einblick hat, ne, ins Vulnerability Management. Und die meinten, sie benutzen gar keine versionierten Abhängigkeiten, sondern sie gehen einfach irgendwo hin, auf GitHub zum Beispiel, laden sich die CE-Source-Files runter, kopieren die in ihren Code, in ihr Repo und benutzen den Code. Das ist ja im Prinzip, ich lade mir Snippets und nehme die einfach rein. Die Frage ist, also, ist das gute Software? Also völlig unabhängig von den Lizenzfragen, die sich da natürlich stellen. Aber man muss den Leuten ganz klar machen, dass wenn das die Praxis ist, mit denen sie Software entwickeln, dann sind sie A, sorry, wenn ich das so sage, aber dann sind sie A irgendwie im, was ist das, 20. Jahrhundert noch, aber B, tragen sie die komplette Haftung für alles, was sie als Snippets in ihre Software reinpacken. Also da zu sagen so, ja, ich habe mir das ja irgendwo geklaut, deswegen trägt jemand anderes die Verantwortung, das geht einfach nicht mehr. Wenn ich eine S-Bomb erstelle und in der ist ganz klar drin, ich habe eine Abhängigkeit, die ich mir zum Beispiel von Docker Hub runterlade, ne, Container hatten wir ja eben, dann ist es okay, dann kann man darüber diskutieren, wo jetzt die Verantwortung liegt. Aber in dem Moment, wo ich diese Trennschärfe einfach komplett alles in mein eigenes Lager ziehe, habe ich auch die komplette Verantwortung dafür. Und ich finde, dass die CI/CD-Prozesse zum Beispiel, die man für S-Bomb-Generation, Build-S-Bomb, haben sie ja genannt eben, dass die tatsächlich endlich mal die Leute auch dazu zwingt, diese Trennschärfe für sich zu entscheiden, was gehört zu unserer Verantwortung und was ziehen wir von extern rein. Und ich glaube, da wird ganz vielen auch so ein bisschen eine Lampe aufgehen, dass sie in ihren Prozessen nachschärfen müssen und dann wir sogar, um das Thema mal einfach abzurunden, auch in Open Source vielleicht einen Fortschritt haben in der Professionalisierung, weil ganz klar ist, welche Deliverables kommen, in welcher Art und Weise und wie kann ich die ziehen und wie benutze ich sie dann in meiner eigenen Software, sodass die Grenzen einfach schärfer sind, einfach durch die Formalität, die man durch die S-Bombs mitbringt. Ja, letztendlich ist das eins der Ziele des CAA, dass die Entwickler sich mehr Gedanken darüber machen, was nehme ich an Code rein, warum und wie. An der Stelle nochmal, wer Open Source nicht kommerziell macht, trägt keine Verantwortung. Also das heißt, wenn ich als Hersteller mit Gewinnerzielungsabsicht, was einbaue, was Open Source ohne Gewinnerzielungsabsicht ist, übernehme ich an der Stelle die Verantwortung. Was durchaus dann hoffentlich den Effekt hat, dass ich dadurch unterstütze, weil ich bin ja von denen abhängig. Wie ist es mit einer öffentlichen Einrichtung, die so einen Code verwendet? Die macht ja keine kommerzielle Nutzung oder sagen wir mal im Sinne des Steuerzahlers schon kommerzielle Nutzung. Ja, aber Gewinnerzielungsabsicht ist ja nicht dabei. Die Verantwortung muss sie dennoch dafür tragen, dass, was weiß ich, irgendein Steuerbescheid rechtzeitig erlassen wird. Ist das da auch inkludiert? Das. Da gibt es eine Wortmeldung. Das wäre einfach, oder sagen wir mal, das wäre die Lösung die, unter den jetzigen Bedingungen, aber brauchen wir vielleicht auch diese Verantwortungsklärung für Leute, die diese Software für was Wichtiges einsetzen oder so. Also ich vermute, da wird es noch einige Rechtsgutachten Mikro geben. Mikro bitte weitergeben. Ich hatte noch eine Frage. Ach so, na gut. Ja, weil das, er hatte gerade so ein... Das führt vielleicht ein bisschen weg, aber es ist, glaube ich, auf die Dauer auch rein, wenn man das philosophisch zu Ende denkt, ein wichtiges Thema. Wir machen ziemlich viel Metaprogrammierung und im Sinne der Maintenance und der Gewährleistung, dass es in 5 Jahren noch läuft, müssten eigentlich auch die Tools da rein.
Also mit welchem Compiler habe ich eigentlich welchen Quellcode übersetzt? Also diese Metaebene müsste eigentlich auch reflektiert sein. Und jedenfalls im Sinne von, auch vielleicht im Sinne von Vulnerability. Auch diese Diskussion gibt es. Also letztendlich die CISA hat diverse Arbeitsgruppen, wo man sich gerne einbringen darf, wo auch solche Sachen mitdiskutiert werden im wöchentlichen Rhythmus. Wirklich, wirklich aktive Community. Ein- bis zweimal gibt es das S-Bomb-Orama und da werden natürlich auch nicht nur S-Bomb, sondern X-Bomb, AI-Bomb, Krypto-Bomb, was auch immer, alle diese Arten diskutiert im Weiteren. Wir fangen jetzt hier an dieser Stelle mit S-Bomb an. Ja. Und ja, meine Frage wäre, gibt es denn schon mal ein mathematisches Modell davon, also ein algebraisches Modell? Also man erinnert sich vielleicht aus dem Grundstudium diese T-Diagramme, ich erzeuge den Compiler mit einem anderen Compiler, der einen Compiler erzeugt. Das ist ja eine Algebra, die dahinter steckt. Gibt es schon mal ein einziges mathematisches Papier, was sich mit diesem Thema beschäftigt? Da bin ich überfragt. Also das weiß, kann man vielleicht auf den Seiten der CISA herausfinden. Ich bin Elektrotechnikerin. Ja, das auch. Also wenn ich noch kurz was ergänzen darf, kann ich nur nahelegen, den Cyber Resilience Act nochmal auseinanderzunehmen. Der ist nämlich hochinteressant. Der enthält eine neue Rolle im ökonomischen Recht und das ist die vom Open Source Software Steward. Yep. Das scheidet nämlich ganz klar zwischen Herstellern und Organisationen, die für Open Source Projekte Non-Profit verantwortlich sind, wie uns. Und er macht es ganz klar, dass jeder Hersteller, egal wo er sitzt, und egal, was er für Produkte anbietet, solange da Bits drin sind, verantwortlich ist für die Cybersicherheit von seinen Produkten. Und damit ist das relativ gut abgegrenzt mit der Frage, welche Toolchain hat er benutzt. Dafür ist er nicht verantwortlich, weil die liefert er nicht mit aus. Aber er ist dafür verantwortlich, was in seinen Produkten drin ist. Und wenn er Open-Source-Komponenten konsumiert von einem nicht kommerziellen Background, dann ist er die Entity, die das in den Markt bringt. Und das, also wir haben da heute nicht groß drüber gesprochen, aber ich halte das für eine der wichtigsten Änderungen im europäischen Recht in den letzten paar Jahren in Sachen ICT-Ökosystem, weil hier halt die Unterscheidung zwischen Herstellern und der Community, von der wir heute gesprochen haben, zum ersten Mal tatsächlich im Gesetz steht. Und das hat auch viel Diskussion in Brüssel erfordert, um da hinzukommen. Mhm. Und es wird nämlich nicht mehr nur unterschieden nach kommerziell oder nicht kommerziell, sondern danach, wer ein Produkt in den Markt bringt und wer Software quasi allgemein zur Verfügung stellt, ohne sie selbst zu vermarkten. Und das ist halt also sehr clever auch gemacht, muss ich sagen. Ja, das verspricht viel Diskussion, aber natürlich auch viele Aufhänger, wo dann Lösungen her müssen. Und wo Leute gezwungen werden, was zu tun. Also das ist das, was ich an der Regelung eigentlich liebe, ja, dass Dinge mal zwangsweise begonnen werden, die man sonst vor sich hergeschoben hätte. Ja, da vielleicht nochmal ein Hinweis auch von BSI, weil gerade der Open Source Steward erwähnt wurde. Es gibt ein BSI-Format, Dialog für Cybersicherheit. Wir veranstalten Mitte November die sogenannte Denkwerkstatt, wo möglicherweise eine Ideenskizze eingereicht wird, die genau diese Fragestellung behandelt. Da können wir dann gerne mal uns austauschen. Wie gesagt, BSI, Dialog für Cybersicherheit, dialog-cybersicherheit.de. Potenziell wird es da so ein Thema geben. Darüber werden wir aber noch die Website aktualisieren. Bis Ende dieser Woche. Super. Gut. Weiterer Input. Wir sind jetzt ganz schön in der Zeit vorangeschritten. Wir wollten eigentlich noch eine Frage. Eine geht noch. Eine kurze Anmerkung vielleicht, warum ein theoretischer Hintergrund, theoretische Aufarbeitung meiner Meinung nach zwingend notwendig ist. Vorhin war von Rekursion die Rede. Mhm. Rekursiv wird es in dem Moment, wo es ein Produkt A gibt, das benutzt wird, um ein Produkt B zu erstellen. Und die zweite Version von Produkt A, die wird, benutzt dieses Produkt B. Und das ist im Compilerbau überhaupt nicht selten. Das sind so Bootstrap-Vorgänge. Und so Bootstrap-Vorgänge, wenn da irgendein Stein rausbricht, sind die nicht mehr rekonstruierbar. Und das kann tatsächlich, was so Maintenance und so weiter angeht, ein schwerwiegendes Problem sein. Und erst in dem Moment ist man wirklich rekursiv. Und das müsste man eigentlich damit abdecken. Gibt es gleich eine Antwort von hinten? Gibt es eine Antwort. Ich glaube, ich kann es ungefähr nachvollziehen, aber der Punkt ist ja, wenn ich zum Zeitpunkt X meine Toolchain habe, dann ist die ja gebaut. Also ne, wenn ich mit dem C-Compiler einen Rust-Compiler baue und dann mit dem Rust-Compiler kompiliere,
habe ich ja trotzdem zum Zeitpunkt X mein festes Toolset. Das würde ich tatsächlich, das ist ein sehr interessanter Punkt, aber da würde ich tatsächlich sagen, das kann eigentlich nicht die Aufgabe von SBOMs sein. Dass, also man kann es darin dokumentieren, aber ich glaube, da sollte man wirklich den Herstellern das überlassen, ihre Prozesse zu managen, sodass sie den Support-Zeitraum von 5 Jahren auch abdecken können mit den Tools, die man hat. Ne? Dann muss man die halt archivieren und sagen so, ich habe jetzt 5 Jahre lang Zugriff auf meinen Ubuntu 12.4, obwohl ich schon im Jahr 2030 bin mit meinem GCC 1 oder was auch immer. Und das muss halt der Hersteller dann übernehmen. Das liegt eindeutig in der Verantwortung des Herstellers dann. Ja, und rekursiv wird es meiner Ansicht nach schon vorher. Dann, wenn eine Library eine andere Library aufruft, dann kann ich idealerweise den gleichen Code dafür verwenden, nämlich dann, wenn ich den verpflichtend mache. Der soll überall drin sein, so wie es überall Main oder was auch immer gibt. So muss ich eigentlich verlangen, dass jede Software diese Funktion implementiert. Und wenn es geht, auf die gleiche Art. So, und dann kann der nämlich wie eine Kaskade von oben nach unten durch bis ans Ende und alles nach oben liefern. Das sind nicht viele Daten, sieht viel aus, ist aber nicht viel, meiner Ansicht nach. Und es beantwortet sofort die Frage, diese bange Frage, habe ich Log4j in Betrieb bei mir? Ne? Das ist ja, ja das, was... Ja, obwohl der nächste Schritt ist, ist Log4j dann auch ausnutzbar, so wie ich es betreibe? Das wäre dann eine Sache, letztendlich muss ich dann doch reingucken, wie ist der Code implementiert. Und dann sind wir bei Sysef, was ich vorhin mit erwähnt hatte, letztendlich eine Möglichkeit zu sagen, prinzipiell drin, aus diversen Gründen nicht ausnutzbar. Ich kann Entwarnung geben und alle, ja, die das so nutzen. Da muss ich erstmal hinkommen. Genau. Und wenn das ein Standard ist und diese Funktion immer da ist und ich die immer aufrufen kann, in jeder Software, wäre das toll. Aber wir haben ja dann noch heute Abend das Get-Together, um das zu vertiefen und alles noch zusammenzuwerfen. Wir sind jetzt sehr weit fortgeschritten. Ich habe eigentlich nur noch eine Frage. Ich habe unheimlich viel gelernt, muss ich sagen. Also war wirklich, wirklich ein toller Nachmittag jetzt hier. Nur diese bange Frage, was ich vorhin aufgeworfen habe mit dem Architekturtalent. Ja, ich habe da auch Nicken im Publikum gesehen. Und wer hat noch eine Idee, wie man dieses Architekturtalent fördern kann im Vergleich zu reiner Meritokratie, wo einer besonders fleißig ist? Ist dort irgendwem mal irgendwas gelungen hier im Raum? Im Fußball gibt es ja die These, dass man Talent durch Fleiß kompensieren kann. Bestimmt, aber nur zum Teil. Ja, er ist alles willkommen. Aber, ja. Okay, also ist ja ein bisschen durchgeklungen, dass ich durchaus auch mal Softwareentwicklung gemacht habe und auch ein paar Jahre Leiter Softwareentwicklung war bei einem großen Autohersteller. Für mich ist Softwarearchitekt kein Karriereende für einen Softwareentwickler. Das ist eine Sache, die mir in der Industrie ganz besonders aufgefallen ist, dass Leute, die Softwarearchitekt als ihre Karriere, als ihren Jobtitel hatten, halt oft vor 15 Jahren aufgehört haben zu coden und das sozusagen als Evolution des Software-Engineers gesehen haben. Und da muss ich sagen, für mich ist das eine Rolle in einem Entwicklungsteam. Und jeder, der die Rolle wahrnimmt, der sollte tunlichst zusehen, dass er nach ein paar Monaten in der Rolle wieder am Projekt arbeitet, damit er selbst dranbleibt. Das haben wir auch in Open-Source-Projekten natürlich, das gleiche Problem, also Überspezialisierung, Verfall von praktischen Fähigkeiten und so weiter. Aber das ist, warum bringe ich das an? Weil das für mich eine Art, in der Lehre eigentlich schon anfängt. Also in der, was gebe ich meinen jungen Absolventen mit, wenn als Erwartung. Ja? Die Erwartung ist nicht, und wenn du 10 Jahre Entwickler warst, dann wirst du Architekt. Weil das sind die schlimmsten, die wir haben, sage ich mal. Sondern ein Entwickler, jemand, der in Softwareentwicklung tätig ist, der muss die verschiedenen Rollen, die zur Softwareentwicklung gehören, alle ausfüllen können.
Der muss Code schreiben können, der muss Code warten können, der muss Architekturdokumente entwickeln können und so weiter. Refactoring, testen. Er muss eigentlich auch mal im Betrieb gewesen sein für eine Weile und idealerweise rotieren zwischen solchen Rollen. Und das wäre für mich was, was man gerne mitnehmen kann. Was kommunizieren wir jungen Leuten, die das Fach lernen? Und die Erwartung ist eben hoffentlich nicht, sieh so schnell wie möglich zu, dass du aus der Softwareentwicklung rauskommst und dann nur noch Klötzchenkunde mit PowerPoint machst. Auf jeden Fall spannende Frage. Das klang für mich vorhin, ich habe dem zugestimmt, aber es klang für mich so ein bisschen, dass man die Guten oder die Besten unter den Guten finden muss und die sind dann vielleicht begabt für Architekten oder die, ich würde das auch nicht so trennscharf sehen, aber ich habe auf jeden Fall gemerkt in diversen Softwareprojekten, dass es halt Leute gibt, die haben ein besseres Gespür dafür, wie sozusagen das Gesamtbild aussehen muss, sodass am Ende alle Komponenten zusammenpassen zum Beispiel. Ne? Mhm. API-Design ist ja so ein ganz klassisches Problem. Und ich glaube, dass es häufig, wenn man wenn man sozusagen die Fleißigsten bestimmen lässt, wo es hingeht, das funktioniert vielleicht, wenn die Leute auch gleichzeitig diese Idee haben. Aber ich glaube aus der Erfahrung auch heraus, es scheitert häufig daran, dass es keine Ziele oder keine sozusagen eine Vision gibt, wo das Projekt eigentlich hin will. Und ich glaube, da können sehr viel mehr Leute beteiligt sein als jetzt nur Softwarearchitekten. Und ich glaube, aus der Definition heraus, wo es eigentlich hingehen soll, also Performance-Indikatoren zum Beispiel könnte man als Ziele setzen, oder einfache Wartbarkeit oder regelmäßige Releases oder sonst irgendwas. Und ich glaube, aus der Zielvorgabe, die sich das Projekt gibt, kann dann sich auch jemand rauskristallisieren, der die Architektur sozusagen einfach dahingehend bauen kann. Vielleicht findet man darüber eher Leute, als wenn man ruft, wer in diesem Raum fühlt sich berufen, Softwarearchitekt zu sein. Dann werden vielleicht viele sagen, nee, weil ich habe keine Ahnung, aber wenn sie was Greifbares haben, wie Ziele, auf die sie hinausarbeiten können, und dann hat man vielleicht sogar einen Wettbewerb und die Community entscheidet sich für eine Lösung, kommt man vielleicht dahin, diese Person eher zu finden, die sich vorher dazu nicht berufen gefühlt hat. Ja, es wäre dann auch die Frage, wie misst man gute Architektur? Es ist auch wieder vielleicht sogar mathematisch zu erfassen. Ja, Sie nehmen mir eigentlich meine Bemerkung schon weg. Also erstmal finde ich die Idee mit dem Rotieren natürlich sehr gut. Das ist also etwas, was ich persönlich auch sehr gerne mache und was ich eigentlich für eine Conditio sine qua non halte. Wenn irgendwie möglich, dass man natürlich auch diese Rotationen macht durch alle Bereiche. Und das wollte ich auch genau sagen, da vertraue ich eigentlich der Mathematik. Eine Architektur ist umso besser, je einfacher die Schnittstellen in ihrer mathematischen Beschreibung sind. Also wenn die Algebren einfach sind, dann bekomme ich nämlich sowas wie Maintainability und Übersichtlichkeit und Testbarkeit geschenkt. Und wenn die Schnittstellen mathematisch kompliziert sind, wenn ich die nicht als einfache Gruppen beschreiben kann, oder also dann habe ich irgendwas in der Architektur falsch gemacht. Ich glaube, da gibt es schon objektive Kriterien. Wenn man sich auch immer zwischen Varianten entscheiden kann, ja. Aber das müssen Varianten auf demselben Niveau der Einfachheit sein. Das ist so meine Erfahrung. Das heißt, es ist für die Informatik dann eine zukünftige Aufgabe, dies zu beschreiben und auch festzulegen, dass daran gemessen werden muss. Ich würde die Prämisse nochmal versuchen einzulenken. Ja, kommt. Ja. Perfekt. Und es klang nämlich so, als ob Open Source, das Open-Source-Ökosystem, Open-Source-Projekte allgemein bessere Architekten bräuchten. Und ich glaube, das ist nicht der Fall. Ich glaube, die meiste proprietäre Software, die mir über den Weg gelaufen ist, die hat noch spätestens... Nee, das wollte ich auch nicht sagen. Genau, dass die proprietäre Software bessere Architekten hat, nein, das wollte ich nicht sagen. Ich wollte sagen, wie können sie dran vorbeiziehen, weil sie haben den Malus und müssen sozusagen... Genau, und da würde ich nämlich sagen... Das ist eine Stärke des Open-Source-Ökosystems. Die Architekturen sind meistens, zumindest von dem, was ich gesehen habe, deutlich resilienter und langlebiger. Die Projekte neigen dazu, älter zu werden. Nimm mal ein KDE, wie alt das Ding ist und wie viel das auch schon durchlaufen musste, ob die Architektur hält. Auf der anderen Seite, die meiste proprietäre Software, die ich kenne, die wird alle 5 Jahre, stellt man die Frage auf, wie wäre es mit einer V2 oder einem Next? Und mittlerweile ist ja, glaube ich, der Gedanke da, man nennt nicht mehr Next, weil das
hat man schon zweimal gemacht. ich glaube, und ne, wenn wir uns so sehr zeitgenössisch Open Source anschauen, wie eben aus der CNCF heraus, der ganze Cloud Stack, der ist so neu und man hat so viel Learnings schon gehabt. Die Softwareentwickler sind ja mittlerweile auch ein bisschen abgehangen. Ne? Wir kennen das Thema ja langsam. Ich glaube, die Architekturen sind grundsolide geworden. Und ich glaube, der Kern, den ich einbringen möchte, ist, man lernt es. Open Source hat es gelernt. Und wie wir das jetzt auch in die Industrie hineinbringen, ich glaube, das ist, ne, wie wir sagen, rotieren. Man muss es ist ein Lernen, ein besseres. Und ich glaube, bei Open Source viel abgucken. Ich glaube, das hilft. Das war, glaube ich, schon das Schlusswort. Ich sag kurz, oder ja, sag du mal. Genau, einen organisatorischen Hinweis, hier liegt noch die InteressentInnenliste, wer da mal rauf möchte, wegen Verteilung der Unterlagen etc., bitte noch eintragen. Ja, und ansonsten nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Ich fand es super interessant. Ich glaube, wir haben wirklich hier eine Menge uns gegenseitig auch nochmal zeigen können. Und ich würde mich sehr freuen, wenn darauf aufbauend auch weitere Kooperation stattfindet, wenn wir diese Gedanken raustragen und wenn wir es auch schaffen, andere Informatiker über die Wichtigkeit einfach nochmal zu informieren und zu anzustacheln, hier mit einzusteigen. Insofern ganz herzlichen Dank fürs Dasein, Zuhören und Input geben. Und ja, ich freue mich auf heute Abend. Vielleicht können wir das ein oder andere Bier noch zusammen trinken. Und ja, danke fürs Kommen an die Vortragenden. War wirklich sehr, sehr interessant. Und dann wünsche ich uns noch einen schönen Abend heute.